eigentlich habe ich das vom Gröler, aber der kommt da überhaupt nicht klar mit. Wie, er kommt nicht klar damit? Der mit den ganzen Technikgedöns. Der hat seinen Bot jetzt mittlerweile zum vierten Mal neu eingestellt. Der checkt nicht, wie man das... Ich verstehe nicht, wie man so verloren in der Welt sein kann. Das Ding ist, Kim, du wirst lachen. Er hat seinen Bot so eingestellt, beziehungsweise die Nachricht, die da vom Bot automatisch geschrieben wird, er hat ihn so eingestellt, dass für jeden Euro eine Minute länger und für jeden Follow macht er zwei Minuten länger. Was eigentlich komplett Blödsinn ist. Ja. Für einen Euro macht man noch mehr als für einen Follow. Was für ein Blödsinn. Aber er hat keinen Plan, das merkt man nicht. Ja, auch vom Bot und ja, keine Ahnung. Ich habe zu ihm gesagt, er soll sich, bevor der Stream losgeht, irgendwie ein paar Stunden vorher, soll er sich jemanden an den nehmen, der sich mit OBS auskennt. Und das dann. Wenn er mir 50 Euro bezahlt, dann mache ich ihm alles klar. Das wird er bestimmt auch machen. Ich mache es nicht mehr umsonst, ich bin nicht behindert. Funger ist ja ziemlich einfach, so ein Service zu machen. Weißt du, du musst Darstellungen direkt über dein OBS und hältst dann die Datei einfach raus. Ja. Das ist schon, als ob man CW gemacht. Das ist schon die Leute immer CW gemacht. Es ist Zeit, ein bisschen Blei in die Heide zu jagen. Tja. Ah, das größte Problem ist bei ihm immer noch der Party-Scheißer. Kommt er nicht klar und dann... Er braucht zwei Mikros! Er hat ja zwei. Eins von seinem Headset und eins von eins. Ja, aber er muss nur das Mikro an die Playsee schließen und dann geht es. Das checkt er ja nicht. Echt nicht schwer. Habe ich zu ihm auch schon gehört. Irgendwie hat er eine scheiß Gamecatcher-Karte, weil seine Mario Kart ist. Sein Mario Kart sieht scheiße aus jetzt gerade im Stream. Nee, das ist sein Laptop, der Stream. Wer meinst du, Gröler? Ja. Folgst du dem? Ja, weil er mir mal ein Raid gegeben hat. Echt jetzt? Warte, ich mach hier meine Reihe fertig und dann geh ich mal. Hey, Beppo, das ist aber sein Laptop. Der streamt ja nicht über die PlayStation direkt, sondern über OBS auf seinem Laptop. Deswegen ist das so ruckelig. Dann muss ich. Schade, ich weil. Auch auf dem Laptop. Ich hab OBS auch auf dem Laptop, aber ich stream nicht darüber, weil das Stream jetzt am Lecken ist. Ja! Mein Chef hat mir gerade geschrieben. Ja! Du bist gefeuert. Nächste Woche Urlaub? nee, er geht morgen in den Gamershop in Belgien und er hat mich gefragt, ob ich was brauche. Und ich habe eine voll süße Handtasche gesehen und ich habe ihn gefragt, ob er mir die mitbringt. Und er hat jetzt geschrieben, ja! Einmal bitte alles. Er bringt mir ein paar Sachen mit von Marvel und so. Ich habe schon gedacht, er würde mich vergessen. Erst heute Morgen kommt er so zu mir, so, ja, Frau Koch und ich. Hä? Ja, also ich gehe in den Gamershop, brauchst du was? Der geht einfach eine Statue abholen, die ist so groß wie ich, vom Joker, von Heath Ledger. Und ich frage ihn so, und wie viel kostet das? 4.500 Euro. Alter, heftig. Ja, wenn er das Geld hat. Er ist ein Schatz, mein Chef. Guckt euch die Tasche an, die ist voll hübsch. Jetzt ist er ein Schatz, aber sonst ist er mal noch. Guckt, die ist voll hübsch. Er bringt mal die mit. Ich mach hier ein Like. Geil, ich bin hier gelandet und es gibt keine Waffe und es laufen Gegner hier rum. Wen soll ich gucken? Grüner. Ja, sein Stream sieht schrecklich aus. Ich hab die Sicherheitsnadel im Bein stecken, ich muss aufpassen. Ja, anders Kevin, kann ich. Kevin, dein Einsatz. Guck, die sind voll hübsch. Guck, hier habe ich schon einige. Was macht der? Spielt der über die Switch oder was? Der Switch über die Switch. Switch. Die Info ist ein bisschen armselig, aber okay. Und auch seine Stream-Nachrichten, die kommen viel zu oft. Ich habe zu ihm gesagt, er soll die Zeit hochstellen. Die sind warum viel hat zu der 80 oft drin. Man glaubt, sein Chat wäre voll, aber es ist ein Bot. Ja, eben. Und ich habe zu ihm gesagt, stellen die Nachrichten höher. Also die Zeit. Okay, ich habe ihm jetzt drei Sekunden zugehört, okay? Ich verstehe, warum der nichts checkt. Der heißt auch Kevin, leid. By the way. Kevin, ohne Witz, hör dir den an. Ich mobb ja keine Leute, okay, aber man merkt schon in seiner Stimme, dass es nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Alles gut bei uns. Ja, wenn dein Stream gerade laufen, wird es mir sogar noch besser gehen. Das ist der Penner, dem ich das erklärt habe von OBS und der meinte, das war ihm zu schwer.
Er wollte indirekt, dass wir alles für ihn machen, aber ich bin nicht so behindert. Zahlen. Erst zahlen, dann... Ja, das ist nicht schwer, man muss nur YouTube schauen können. Ich habe ihm sogar von den Nils, Nilsson 1489 oder so, habe ich ihm ein paar Videos geschickt. Er checkt das nicht. Ah, das also ist der Typ mit seinem Bananenbild. Ist nee. Ja, genau. Einfach. Ich habe ihm nämlich ein Video geschickt, wie er den Timer einbaut. Ja, und er erklärt auch ziemlich präzise. Da kannst du nichts falsch machen. Der erklärt jeden Schritt, der sagt sogar das, was du brauchst und was du nicht brauchst. Ja. Und unter dem Video ist noch jede Seite verlinkt, wo du hin musst. Ja, eben. Das ist schon. Das ist wirklich für richtige Anfänger, so wie wir halt auch. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen Können und Wollen. Ne? Ja, er will einfach nicht. Er will, dass andere das für ihn machen. Du kannst nicht, also ich persönlich, mit 72 Followern und einem Stream, guck ja, wie der Stream läuft, du siehst es bei mir, kannst du nicht einen 12-Stunden-Stream machen. Nee, das ist richtig Abfuck für die Zuschauer. Ich prüfe ja selbst meine Streams, während sie laufen. Und wenn da was ruckelt, dann bin ich mega unzufrieden. Deswegen streame ich nicht über OBS. Ja, mich hat es ja bei Kiki so gestört. Das war schrecklich. Ja. Wieso? Kriegst du Puls? Aber es schreibt auch niemand ihm in den Chat, dass der Bullshit hängt. Ja, einer hat das vorhin geschrieben. Was sagt er? Dass es an seinem Laptop liegt. Ja, auch, Junge, halt dann ändere was. Ja. Hörst du nur noch Dylan von hinten, du Bar Scheiß. Ich würde am liebsten schreiben, man kriegt Augenkrebs in meinem Stream. Wo kann ich das schreiben? Warte, ich mach hier meine Reihe weiter. Sei nett. Boah, das sieht zwar schlimm aus. Wenn der sieht, dass du mein Mod bist, ey. Guck, Kevin sieht sogar, sieht schlimm aus. Der heißt auch Kevin. Kevin sagt zum Kevin, dass er schlimm aussieht. Der 8. Und davon sind Marcel wahrscheinlich einer, Beppo einer und ich einer. Ja, ich bin drin. Ich nicht. Ich schreib ihm jetzt, dieser Bot fuckt mich ab, Mann. Der hat geschrieben für 5 Sekunden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Bot-Nachrichten. Ja, das checkt er also nicht. Ich schreib ihm. Hi. Weißt du, dass dein Stream brutals ruckelt? Okay, nee. Du bist so bescheiß. Ich hab ihm das gerade geschrieben. Es war noch nett, also sie wurde nicht ausfallen. Hey, Beppo, du siehst meine Nachricht. Beppo, verteidige mich, sag, dass es stimmt. Ja, du mach was dagegen, du Pfosten! Das ist mir scheißegal, warum es ist. Ja, dann hör auf! Nein, das ist wie wenn du auf ein Kätzchen einschlägst, ne? Und dann sagt jemand, das tut dem Kätzchen weh. Ja. Aber du schlägst weiter aufs Kätzchen. Natürlich ist es scheiße. Dann hör auf zu streamen! Dann stream nicht! Mal echt, Mann, ich geh doch auch nicht mit dem Fiat Panda auf den Nürnbergring. Nicht? Mann, ey. Hast du gesehen? Im Nürnbergring sind zwei Luxemburger umgekommen. Wieder voll das. Oh, Thema. Ich habe auch geschrieben. Das ist nicht schön, der Stream, die Quali ist mies. Ja, aber dann stream nicht! Was das, was da helfen würde, ist, wenn er die Bitrate runterstellen würde. Wenn er die Bitrate runtersetzt, dann würde es besser gehen. Oh, Beppo, sag ihm das bitte, weil auf 3000. Ich sehe das Frage. Ja, und Dingens, Kiki hat auf weniger gestreamt. Ja. Er muss das auf 200 machen. Genau, weil du musst die Bitrate genauso anpassen, wie auch deine Internetleitung ist. Ja, 2,4. Also wenn ich jetzt einen 34er Download habe, muss ich 3400 machen, oder? Etwas runter, weil wenn du auf das Maximum gehst, weil da geht er auf das Maximum von deiner Leitung. Wenn du die nicht konstant kriegst, dann vergiss es. Ich habe meine auf 8000 stehen.
Ja, 8000 ist auch das Maximum, was du bei Twitch machen kannst. Meiner ist auf 4,8, glaube ich. Weil ich weiß, dass ich die auch sicher drin habe. Und weil es auch das Maximum ist, was Twitch überhaupt kann geben. Das heißt, er streamt offiziell über sind das 6000. Er streamt über OBS, ja. Stell die Bitrate bei OBS runter. Dann müsste es flüssiger kaufen. Oh, Kimberly. Er sagt dann bestimmt, oh, ich hab da keinen. Oh, was ist eine Bitrate? Wetten wir? 1000 Euro. Da fängt es nämlich schon an. Nicht 1000 Euro, 10 Euro. Einmal Monatslohn. Alter, das ist doch das. Nee. Ja, schau nach, Mann. Schau nach. Und bleib weg aus meinem Discord. Ich hasse den Stream, der so bei dir läuft. Mann, ich hab mich geirrt hier. Hab ich das jetzt zweimal gemacht? Vorhin habe ich wieder gemerkt, wie scheiße Luxemburg ist. Ich war tanken. Und ich hatte Chips und Cola in der Hand für morgen und alles. Ja. Und da war so irgendwie so ein Pakistaner vor mir, sowas. Und er geht weg. Und die Frau vor mir, die hat dann gemeint, alle ihre müssen ihre Euro-Million-Dinger da abzugeben. Ich stand da immer noch mit mega viel beladen. Und ich gehe gerade einen Schritt nach vorne. Da kommt der Pakistaner wieder vorne, drückt sich vor mich, stellt sich dahin, fängt da an, mit der Frau zu flirten. Und ich dachte mir so, Junge, was? Ist hier scheiße aus, verpiss dich. Aber keine Ahnung. Ja, ich wollte noch Geld wechseln. Ja, dann stell dich wieder hinten an, ne? Oder frag. Alles hat mich voll abgefuckt. Mir ist das egal, ich streite mit den Kunden. Fotos. Ach du. Du Hund. Fuck. War das geschehen? Eine Fehler gemacht. Okay. Das kenne ich anders von dir. Außerdem pimmelt er in Discord und man hört den Discord nicht. Dann hat man den gehört, dann hat er wieder ja, irgendwas umgestellt. Ja, dann soll er wenigstens sagen, also dieser Junge. Ich hab extra zu ihm gesagt, nimm dir ein paar Stunden vorher Zeit und stell das alles ein, dass das funktioniert. Nimm dir jemanden an die Hand, der das versteht. Ja, macht er eigentlich ja. Wenn ich einen 12-Stunden-Stream mache, dann will ich, dass alles eins A läuft. So. Wie viel hat der die Bitrate jetzt runtergesetzt? Ein Punkt oder was? 100. Nee, es läuft sogar nicht. Läuft sogar noch schlimmer. Ja, du hast besser mal deinen Stream richtig zu machen und die Leute deabonnieren. Die Musik von Mario ist so. Mario! Der Grüne. Der D-E-R schätzt D-E-R. D-E-R. G-R. Warte, ich muss. O-E. L-E-R. Ich muss hier mal den. Ich habe ihn stumm, weil ich höre ihn doppelt. Ja, tut mir leid, mein Mikro. Nee, ich stumme nur Kevin. Das genügt. Weil wir so nah sitzen. So, jetzt ist es besser. Hörst du den Kerl, du hörst den jetzt über Discord, aber hört ihn, wie ihn hört? Ja. Geh, nu, fa, ling, jetzt, so. Weil, Ich guck auch nochmal rein. Du, das ist ja mal nicht böse gemeint, wenn wir ihm das schreiben. Er soll das anpassen, weil... Er möchte ja gerne Leute anziehen, weil mit dem Stream wird er keine Leute anziehen. Er nimmt es nicht gut auf. Du hast schon gesehen, er ist schon stinkig fest. Dann kannst du mich schon kreuzweise am Arsch lecken. Ich habe erstmal 30 Sekunden Werbung.
Lecken! Ja, weil dein PC scheiße ist, sagst du ja ständig. Also das stimmt nicht. Das hat nichts damit zu tun, du Penner! Ich hab den Bitrate jetzt schon auf 1000 gemacht. Ich hatte die bei 2000. Digga, 1000 viel zu wenig. 1000 kann man damit überhaupt spielen. Lege einen Zahn zu. Ja, mach aus und mach deinen Stream in Ordnung. Wenn er das 12 Stunden durchzieht, dann kommt das auf YouTube der schlechteste Stream aller Zeiten. Monte wird drauf reagieren. Ich reagiere auf meinem Kanal, wie man nicht streamen sollte. Ey, Kim, wenn er das nächste Mal bei mir reinkommt und sieht, dass du mein Mod bist. Wie willst du wissen? Dann ist ja gleich Highlife in Tüten, Alter. Warum? Ich bin doch nett, ich war doch nicht gemein. Ja, okay, stimmt auch, ja. Ich war doch voll nett, Beppo hat auch reingeschrieben. Es war nicht, dass ich geschrieben habe, du bist scheiße. Ich habe auch nicht geschrieben, der war scheiße. Hört doch auf, Mann. Ja, guck, ist okay. Jetzt hat sich das hier verhängt. Verhängt? Oh, ich habe wieder eine Kiste bei Apex. Ich bin zu fest gezogen. Er kann doch nicht mit 1000 streamen. Lass ihn. Ich will ihm ja helfen, weil der gute Junge ist. Lost. Ist komplett lost. Also ich habe noch nie so ein. Wiesel kommt sogar besser klar. Was streamt denn? Oder er soll auch die Quali eventuell vielleicht, obwohl er streamt schon mit 720. Er muss vom Spiel alles runtersetzen, die Schatten und die ganzen Sachen, ne? Ne, das geht sowieso nicht auf der Switch. Also die Welt müsste sie sich flüssig drehen im Stream? Die sollte eigentlich flüssig. Ja, soll ich deine Musik mithören? Hm? Ich höre sie lauter als der Gröler. Verpasst deine Welt. Ich habe andere Musik, die kannst du anhören, wenn du willst, auf Spotify. Der Junge macht auch so schöne Musik mit Geige. Der covert mir das. Nein, leck mich. Will jemand ein Armband von euch? Nein, danke. Du hättest jetzt einfach ja sagen können. Kommt auf an, wie das aussieht. Das Muster kann ich dir zeigen. So sieht das Muster aus. Die Warte, Farbe kannst du. Ich muss erst kurz in den Dings Discord-Handy. Kamera die Farbe an. Kannst du aussuchen. Oh, nein, Discord. Ey. Discord auf Handy, das ist der letzte Müll. Warte, ich switch kurz auf PC. Du kannst deine Hand erstmal runter machen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Wenn du den Arm wieder heben darfst. Ich find den hier persönlich richtig geil. Fertig werden. Festhalten, jetzt wird geschockt und gerockt. Hier mache ich ein Lesezeichen. Also ich habe 3 Tüten voll mit Farben. Also meine Mutter hat Scheiße gekauft. Was kostet so ein Armband bei dir? Ich schenk's dir. Momentan verkaufe ich ja keine. Hast du Werbung gemacht? Ja, ich hatte ja auch meinen Etsy-Shop, aber... wieder ständig auf die Post zu rennen, weißt du, und dann alles... so, verschicken. Das ist irgendwie
Versand einmal die Woche, dann ist gut. Ah, wir haben das gemacht damals, also mit Amerika und alles. Mhm. Aber es war halt eben, ich saß Samstag und Sonntag den ganzen Tag hier und hab Anwender gemacht. Oh, okay. Das hat genervt. Schon wieder Knoten dran. Billige Qualität. So, ich habe hier ein Ladebildschirm bei dir. Bei mir werden 3 Punkte angezeigt. Gehen? Oh nein, schon wieder Knoten. Kann ich ja eigentlich, wenn ich jetzt auf PC bin, auch die Kamera anmachen? Nee. Nee. Der Stream blockiert immer mehr. Sprach- und Videochat. Also ich habe auch Sons of Forest gestreamt und das hat auch übelst brutal blockiert, aber sogar Gronkh hatte Probleme mit dem Spiel. Und da habe ich alles runtergestellt und dann ist es schließlich gelaufen. Gronkh meinte auch, das ist eins der Spieler, was am meisten den PC fordert. Ich habe hier zusätzliche Ausrüstung. Gern geschehen. Ich müsste die alle zusammenkleben, damit die Fäden nicht ständig so knoten. Ah ja, hätte Fahrradkette. Was mit Feuerzeug machen? Nee, ich brauche den Faden ja. Ach so. Es ist nur, der Faden ist derbe lang, dass die sich dann verkneten, wenn ich die flechte. Und da muss ich die ständig auseinanderkneten. Ja, und wenn ich die vielleicht mit so einem kleinen Scotch-Stückchen zusammenrolle oder klebe. Genau. Jetzt ist er nicht mehr im Stream, er ist einfach weggegangen. Nee, er ist rauchen, hat's gesagt. Ja. Aber der andere ist noch da, der im Discord hängt. Den hörst du ultra leise im Hintergrund. Der Discord bestimmt über Handy laufen. Habe ich mir letztens auch überlegt, dass ich Discord über Handy laufen lasse, dass man euch wenigstens im Stream hört, aber ist dann auch doof. Ich stelle mal nicht auf das Auto. Schrei ich halt! Vielleicht hört er mich dann. So, die Terrasse. Stellst du Packi ins Körbchen? Wir sind verschwenkt. Oh, warum lädt denn die Kamera bei dir die ganze Zeit? Sein das? Ich nicht wissen, ich glaube Beppo sieht mich. Warte, ich guck mal. Oh, nein, Controller! Bleib hier. Ich hab's nicht verändert seit vorhin. Also bei mir wird zwar angezeigt, dass du eine Kamera aktiv hast, aber nur 3 Punkte. Ja, bei mir. Warte, ja. Ich muss sie kurz. Ich sehe deine Kamera. Okay, wartet. Ich muss den Knoten machen. Das ist immer der letzte Knoten, der mich so übelst fickt. Kevin, ich hau dir eins ins Gesicht. Warte, ich mach sie jetzt an. Setz sie an. Es lädt und lädt und lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Nö, bei mir kommt nix. Schick mir einfach ein Bild, Kim. Ja, ist einfach. Ich hab meinen Finger voll weh. Ich wurde ausgeschaltet. Inakzeptabel. Also es ist das Muster, was du gucken musst, ne? Die Farbe ist scheißegal. Ich hab übelst viele Farben. Und guck nicht bei den Nägel, weil die sind der absolute Fail. Schnipp mir deine Nägel nicht. Die sind so ein Fail. So verschissen dieses Mal. Achtung, der Champion wurde eliminiert. Champion erledigt. Auf meinem Bein siehst du das, was ich gerade bearbeite. Warte. Warum hat er da
das jetzt nicht rausgemacht. Wann habe ich eine Mail bekommen? Marcel hat was auf seinen Wunschzettel hinzugefügt. Ach, kriegst du jetzt eine E-Mail, wenn ich da was... Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Eine Maske. Ja, die Ghostface-Maske, ja. Ja, ich habe gerade eine Mail bekommen. Ja, weil ihr auf meiner Liste... Hälfte der Squads ist noch übrig. Machen wir sie. Oh Gott, hat er mich jetzt erschreckt, der Kerl. Jetzt geht der Ruckelmarathon weiter. Spende Link für Tierhelfer und Tierschutz in Jerba. Oh mein Gott. Spende Hilfe für Crispams zu Hause. Ich brauche einen neuen Bild. Ich auch. Ja, ich mach das auch so. Spende Hilfe für Crispamster. Warte, es läuft aber jetzt besser, so. Oder glaube ich da? Nee, okay, ich hab nichts gesagt. Doch, es läuft etwas besser. Ja, aber nicht. Ah, nee, die Wolken, die bewegen sich noch etwas ruckelig. Ja, die laufen bestimmt besser. Er möchte streamen, ich einmal Mario Kart, das sieht jetzt. Ich habe letztens Animal Crossing gestreamt über meine Switch und das ist richtig gut gelaufen. Also, es ist flüssig gelaufen. Ja, aber du brauchst mal einen ordentlichen Stream. So, Prime-Nachricht ist auch fertig eingerichtet. So, ich guck mir den Bild an. Tut mir leid, ich geh zum Monte rüber. Monte! Monte! Monte Orange, Moranja! Oh, sieht schon schick aus. Ja. Nein, ich hab nicht auf deine Nägel geguckt. Die sind hässlich. Ich muss sie nicht schön finden, solange du sie schön findest. Ja, ich finde sie auch hässlich. Ach, das Gespräch hatten wir ja letztens, ne? Ja. Dass deine komische Nageltante da Scheiße gebaut hat. Oh, Alter, das ist komplett verkackt. Beppo, nein. Hm. Ich guck nur. Nein, du wolltest Münzen kaufen. Ich hab's gesehen. Ich hab's in deinen Augen gesehen. Nee, ich wollte mal gucken, was der Posto kostet. Beppo wollte Münzen kaufen. Bei Apex. Ah ja. Ich hab's gesehen, Beppo, du wolltest Münzen kaufen. Beppo, wie viele Champions hast du freigeschaltet? Nicht viel, das Basic. Weil Sache, Kevin hat nur einen. Wie, er hat nur eine? Ja, er hat nur Blatthand und deswegen verstehe ich nicht, weil ich habe aber 6 Stück. Und ich habe, ja, ich glaube auch, so 4 oder 6 habe ich. Ja? Das hat mich verwirrt. Ach, Marcel. Warum pupst du immer? Ich werde Monte 2. Ne, ich werde Monte 2. Mit dem Fame, ja. Ich werde mit dem Umgang. Soll ich meinen Stream auch nochmal anschmeißen? Ich glaube, der Weg zu Monte führt über Elotrix. Ich glaube auch. Oder ja, über Elotrix am besten. Über Knossi. Die mögen sich gar nicht so sehr. Ja, ich weiß. Gesundheit. Knossi ist momentan sowieso bei Seven vs. Wild. Also da ich wollte gerade sagen, der hat vorhin einen Abschiedspost gemacht mit genau. Dings. Trimax ist auch da, Papa Platte ist auch da, Chef Strobel ist auch da.
Und sie sind voll gearscht, weil Kanada, sie sind ja in Kanada. Und Kanada hat heute rausgegeben, dass kein Feuer gemacht werden darf, weil sie Waldbrände haben. Das heißt, die sitzen da alle richtig in der Arscheskälte und dürfen kein Feuer machen. Und das war Chimex' größte Angst. Moment. Die Grola ist nicht besonders gut in Mario Kart, sehe ich. Jetzt judgen wir auch noch das Gameplay. Sorry, ich habe Mario Kart kompetitiv gespielt dafür. Da ist doch Webbo abgehoben. Pro Gamer. So. Bam, dass du noch keine Kooperation hast hier. Hatte er ja schon. Eieiei, Red Bull sponsert mich. Momentan nur Monster, guck. Red Bulls, und ich hab Nalu gerade. Nalu kann ich auch sponsern. Aber die haben keinen Kühlschrank. Was willst du so? Kevin? Warum stöhnst du so? Oh, du bist so ekelhaft. Oh, du bist so ekelhaft, Kevin. Entschuldige dich doch wenigstens, du Schwein. Ja, sympathisch. Ja, aber trotzdem. Du brauchst eine Belüftung, aber. Ich hab dich auch eine gewischt. Kevin, okay, mach weiter so. Gut, da kein Fenster am Raum. Doch. Naschgut, du hast so schlimm gepupst, Mann. Du warst bald umgefallen. So krass, du bist gestunken, Alter. Ich schwöre dir, Mann, du hast gemeint, jemand wäre gestorben hier neben mir. So schlimm hat das gestunken. Und dann letztens sage ich die ganze Zeit so, was stinkt hier so bestialisch? Da waren das seine Socken. Da haben seine Socken so ekelhaft gestunken. Aber er hat verneint, ne? Nö, mir ist nur fast schwarz geworden vor Augen, aber ne. Aber Kim riecht immer nach Hose, ne? Das war meine Decke. Meine Decke hat gestunken. Ich hab sie ja gewaschen. Aber du stehst immer. Was ist sie für Charakter? Ich war vorhin eine halbe Stunde hier. Ach, schon am May. Wait. Ich bin mal ganz schwöre. Ist schon am May, weil ich schon nach Wave. Das hat er wie ein Mungo. Sergeant Barnstormer. Wow. Ich will euch nicht töten, aber. Das ist ja schon so ein Diamond-Logo. Ach, ich geh mal klassisch. Bring mal hoch rein. Ich kann's nicht, ne? Ich geh's. Oh, guck mal, die wollten am IP ran. Dann geh ich alles. Da komm, Sergeant Barnstormer. Weiß mal, was er will. Wer will spielen zu Fortnite? Du. Ich. Am Überlegen, ob ich meinen Stream auch nochmal anschmeiße und dann komme ich in Fortnite mit rein. Du wirst ja bestimmt um 10 Uhr wieder offline gehen, ne? Du wirst um 10 wieder offline gehen, oder? Oder? Ich frag mal sonst. Champion erledigt. Wie soll ich eigentlich selbst noch leben? Feuer! Jungs, habt den feindlichen Chat geknackt.
ganze Chat bei ihm ist nur Nachrichten gemacht. 52, 55, dann 10 nach, 20 nach, der hat alle 10 Minuten die Bot-Nachrichten. Geil. Das ist viel zu viel, ey. Denkt ihr, ich kann einfach den Streamer machen und dann nenne ich das so Trash Talk, Just Chatting Armbänder flechten? Das geht. Kannst du machen. Denkt ihr, Leute würden sich das angucken? Vielleicht. Ja, du hast doch 12 Kameras. Machst du eine auf dein Gesicht, eine auf dein Flecht, keine Ahnung wohin. Ich mach die hier eine einfach auf Kevins so runter. Beine. 12 Kameras. Nee, mach doch einen auf dein Gesicht und einen auf dein Flecht. Machst du eine etwas größere auf dein Flecht und eine kleinere auf dein Gesicht. Kannst du doch so machen. Ja, ich mach das kurz, glaube ich auch. Da werden bestimmt einige reinkommen. Bestimmt. Ich habe ja zu meiner Mom gesagt, sie soll so Lego basteln. Es gibt Leute, die machen einfach einen Stream an und machen dann einen Ravensburger Puzzle. Ja, hab ich auch schon gesehen. Oder bauen Lego-Sets zusammen. Das werde ich definitiv auch streamen, wenn ich mein Nintendo Lego zusammenbaue. Meine NES. Wie viele Teile hat das? Ich glaube 1500. Hör ich euch jetzt noch? Ja, ne? Ihr seid noch da. Ist das Ding denn in Originalgröße? Nee, ist etwas kleiner, aber es ist die Konsole mit dem Fernseher. Der Fernseher hat auch eine Funktion. Der spielt das Spiel, kannst du am Rad drehen und das Spiel läuft dann. Hm. Ist sehr nice. Also Verhältnis 1 zu 3 bestimmt, oder? Ja. Scheiße, oh, Kevin, wir müssen die mal. Kannst du die jetzt ausstützen? Das ist eigentlich ausstützen. Ja. Okay, keine Ahnung, ich kann sie mir nicht konnektiert. Man kann es so machen. Ich muss noch einmal Menge 4 in den Knien haben. Haltet die Augen offen. Herstellung läuft. Deswegen frage ich ja, oh mein Schatz. Weil, ich überlege gerade, ob ich den nicht da hochnehmen soll. Na guck, ich könnte nur dumm. Moin moin. Moin moin. Bei dir. Es gibt keinen Komm. Ja, du hast eine Ahnung da. Hallo, 3-4 Stück. Hier ist eine Optik für Narisatte. Fuß hat permanent im Stück, bin halt sogar nicht dünn. Du siehst schon, wie mit der Waffe. Halt sogar nicht dünn. Ich hab hier ein paar böse Jungs. Ich greif an. Ich ziehe eine. Wurde gesichtet. Geht du, ich zeig einfach mit zwei. Ich kipp ihn direkt.
schließe einen Stern. Habt ihr eigentlich mal wieder was von Kegi gehört? Ja, aber ich hab sie auch immer gehört. Erwischt. Wie viel lang? Och, das kommt ein bisschen nach. Wie lang Zahn? Ja, ich hab wieder eine Kiste. Okay, das heißt, jetzt haben ich. Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Ich bin dumm. Ich bin dumm. Danke, Kevin. Kann ich das jetzt einfach. Nee, na. Das ist du der Stream noch nicht dünn? Nö. Ich kam für eine Raum mit meiner Kamera. Schlägst du dich? Aber du musst halt Rockreihe, weißt du, nicht nervt. Das geht in deinem Versuch dran. Außer dann erzähl. Entschuldigung! Ich muss die Scheiße jetzt transformieren. Die nervt so krass. Das hört sich schon mal so an, als würdest du mit einem Maschinengewehr schießen. Da Kim, was wird das mit den verschiedenen Geldwährungen zu denen bei Apex? Wegen Sinn. Du hast Herstellungsmetalle, Legenden-Token und Apex-Münzen. Ich meine, die haben sie bestimmt für einen Shop. Ja, die Apex-Münzen sind für den Shop. Aber die Legenden-Tokens und Herstellungsmetalle, keine Ahnung. Kann ich da nicht? Ist ah, du musst nicht Charakter vielleicht freischalten. Hier war der Skin nicht, also. Warte, mal gucken. Das Datei wieder geht. Legende erhalten. Ah, doch, du kannst Charakter Automata kaufen. Was da tut mir durch. Ah, cool. Die sind zwar aber auch nicht geschenkt, 12.000. Schon 3.000. Ich habe meine Kamera nicht positioniert. Cool. Die scheiß Grieß nicht richtig. Schon drei und ich sehe so blond einst du. Ich musste mal 600 Sachen nur klicken, bis ich mal schaue. Augen zum Himmel. Nächster Halt. Transformieren. Olympus. Transformation bearbeiten. Ich werde das ja heute wohl noch hinkriegen, oder ne, oder. Jetzt die Frage, mache ich die große Facecam auf mein Gesicht und die kleine auf mein Arm oder umgekehrt? Ich würde es umgekehrt machen, weil du willst ja zeigen, was du flechtest. Stimmt, weil sonst heißt es nachher, weiß ich, werde meine Titties da zeigen. Ja, genau. Dann kriegst du richtig viele Views. Nachher kommt die 20er Subbomb rein und du wunderst dich warum. Ich wurde gewählt. Titten, Leute, kommt rein! Sieht man das überhaupt so? Weil das Mikro kommt hier hin.
Weil das Armband ist ja an meinem Bein. Ich muss mich dann hier nur so hin krüppeln. Ah, das sieht man gar nicht, wie ich daran. Doch, man sieht, dass ich daran arbeite, aber man sieht halt nicht das ganze Armband. So scheiße. Ja, Herz will sich nur Beine zeigen. Ah, ich hab's halt immer. Ich muss es woanders festmachen, weil momentan habe ich es halt an meinem Bein festgemacht. Mach so einen Kaffee ins Kopf. Na, ich nehme Teddy. Kevin meinte vorhin schon, nehme Teddy Bär. Teddy Bär. Beppo auch wieder mit 8 Zuschauern live. Alter Schwede. Ich kaufe ihm ja ein Season Pass. Ist der dumm oder was? Der sagt, zu wenige Münzen. Ich hab 1000 und es kostet 950. Was soll das? Ja, sind die denn schon da? Ja, die sind da. Da siehst du es im Stream. Da guck, da sind 1000. Kaufen? Kaufen. Ja, ich muss, jetzt kann ich kaufen. Ich muss ein BH anziehen. Das sieht man zu viel meine Titten und ich hab einfach kein BH an. Wieso bist du auch noch? Okay, Kim. Ich hab ja gesagt, sie will nur mehr Viewers. Ja. Das ist ein unfairer Vorteil. Ich zeig mein Knie. Da muss ich doch, da kann ich doch meine Titten rauslassen. Was liegt da auf dem Boden? Stroh. Ich habe aber immer noch keine Unterwäsche an. Das ist eine Schraube. Das ist sehr schlecht, dass hier eine Schraube liegt. Wieso liegt da eine Schraube? Ist es jetzt besser? So. Ja, guck, jetzt sehen meine Möpse nicht mehr so schlimm aus. Ich mache das jetzt ein bisschen mehr auf. Darauf ein bisschen weniger. Weniger ist mehr. Geh nicht hier, da muss meine Kuscheldecke sein. Okay, und die zeigt dann auf mein Gesicht. So, Leute. Boah, Villa, guckt euch das an. Bist du schon on? Nein. Ah, du hast Kamera angemacht, oder? Nee. Nee, ich hab die beiden Kameras jetzt. Stream. Oh, mach's halt. Hey. Was denn, Mann? Ich bin zu Hause, lass mich. Ihr dürft das genauso. Ach so? Ja, ich sag einfach mal ja. Also, was Kim davon hält, das interessiert mich gerade nicht. Die sagt dann, oh, Kevin, ey. Ja, meine Chipkins funktioniert auch. Du starten. Das ist ein idealer Landeplatz. Oh, die oben. Hab dich gehört. Geht mir aus dem Weg. Ja, läuft. Da draußen ist ein Hauptträger. Ich hab's mir anders überlegt. Also man hört euch, ne? Ihr könnt gerne reden. Hallo, guten Tag. Moin. Ich mag Züge. Ich muss den ein bisschen kleiner machen. Ja, Rucksack, Muni und Waffe. Wir sind im Ring. Das verschafft uns einen Stellungsvorteil. Party-Keeper, nicht lass noch Musik laufen. Ich sehe Brüste. Oh, Kevin, das hört man. Titten! Das ist so dumm. Sollte es nur darum gehen. Titten! Ihr seid dumm. Das ist gut. Ich sehe Stroh. Aber Kim, hast du ein Ringlicht oder sowas? Nee.
Doch, die Kamera. Nee, die hat die eine nicht. Nee, diese nicht. Ja, die andere, Witzbold. Die auf deinen, auf deinen, auf deinen... Die wir nicht mehr, die Kamera, die ich gerade weggenommen habe. Ich hab meine Hunde gerade wegziehen, deswegen nicht jetzt. Du bräuchtest ein Ringlicht oder sowas, was auf deiner... Ah, wir haben keine. Oder, keine Ahnung, was weiß ich. USB-Laptop-Lampe. Ah, Kevin bräuchte gerade was. Kevin, der Baumeister. Also Bob, der Baumeister, Kevin, der Baumeister. Echt? Am besten krieg ich krieg die Kamera auch nicht hier von mir. Doch. Warte mal, warum ist mein Prime Sub bei dir weg? Moment. Jetzt seht ihr keine Titten mehr. Oh, Kim. Ich geh hier weg. Und ich wollte gerade mit Prime zappen, weißt du? Nö. Ich wechsle dich jetzt über mal ran. Nein, ist auch gerade um. Mein Prime Sub ist bei dir safe. Ja, wie soll ich dann die Kamera stellen? Ja, sag's mir. Auf die Titten. Die wollt ihr nicht sehen. Ihr seid ja sowieso nur drin. Wo ist denn das Problem? Mach mal die Kamera ein bisschen höher. Dein Band ist quasi am oberen Kamerarand. Ja, genau so, top. Genau, jetzt ist es mit dich. Es ist halt nur ein bisschen dunkel, aber ich habe jetzt nichts um... Hier steht eine Lampe, Kevin, du musst die nur einstöpseln. Hier ist ein ultimativer Beschleuniger. Die hier. Nee, die hier. Kevin. Ja, geht, ne? Die ist so dunkel. Du musst warten, bis sie ausgeht. Ist jetzt besser? Ja. Wir haben jetzt ein Licht dahingestellt. Ein Teelicht. Ja, man sieht trotzdem nicht viel. Die Kamera steht halt einfach schön. Ach, danke, Marcel. Ja, aber die Kamera steht halt scheiße. Dein Alert ist verschoben. Ja, alles ist verschoben. Das sah man gerade nur zur Hälfte. Aber ist nicht schlimm. Die Kamera müsste über mir sein. Ja. Da brauchst du ein Stativ für. Ein Tripod. Warum habe ich 14 Zuschauer? Weil das Ding ist abgelaufen. Das ich habe noch ein Stativ hier, was du auch nicht hochfahren kannst. Brauche ich nicht. Wieso liegt er am Boden? Kevin sucht gerade. Jetzt habe ich hier Scheiße gemacht. Dachte ich, jetzt läuft das hier so flüssig, aber... Scheiße! Nur noch wir beide. Zeig mal, was du drauf hast. Scheiße darf man nicht sagen. Doch, Scheiße darf man sagen. Scheiße darf man nicht sagen. Nee! Tango am Boot. Kill bestätigt. Gut, ich habe das Abzeichen gesichert. Ich verpiss mich. Wenn sich das hier reinzieht, Leute, dann hat die echt keinen Sinn. Ich bin am Boden. Wir haben alle kein Leben. Leute, die gucken sich das an.
wollte sehen, wie du deinen armen Oktopus vergewaltigst. Ich habe noch einen anderen, der guckt die Vergewaltigung zu. Mensch, wo ist der dritte Penner vom Teammate? Alles eine Frage des Trainings. Keine Ahnung. Da verlässt man sich einmal auf Teammates, dann stirbt man. Ja, du Penner, was kämpfst du da oben? Pfeife. Ich auch wieder als Backup. Mensch, diese Addiction muss nicht jeder kennen. Was isst du denn da schon wieder? Eis. Kaffee-Eis. Ich hoffe von Ben & Jerry. Mm-mm. Cardor. Gott doch. Warte, guck, ich mache hier so Produktplatzierung, okay, Leute? Hauptsache die Nalu sieht man. Ja, guck, ich mach ein Armband so. Dann sehen die Leute, was ich hier wurschtle. Also, ich mache keine Werbung. Ich trinke ein Monster. Monster. Pacific Punch, bestes Monster. Die auch noch hin. Dann auch. Ja, noch das Eiszeug und überall Wärme. Na dann, wieder in die nächste Runde. Spiel zwar scheiße, aber es wird besser. Geht's los. Jetzt gucken wir, wie schnell ich das hinkriege. Was doch machen kannst. Wie bitte? Was doch machen kannst, was du meinst. Ich könnte auch einfach ein Buch drunter stellen, dass es höher ist. Aber meine Bücher sind mir zu heilig dafür. Ich hab's hier so hinbekommen, so sieht man ja alles. Der Oktopus wird wieder vergewaltigt, nur dass ihr Bescheid wisst. Wisst ihr, wie ich das früher gemacht habe mit der Sicherheitsnadel? In den Finger. Nee, ich hab's echt in mein Bein gesteckt. Was stimmt mit dir nicht? Ach so. Nee, ist nur, für mich ist, guck, ich leg das so hin, dann sehen die Leute, was ich mache. Aber danke. Ist das Wegsignal? Wie es aussieht, bin ich Jumpmaster. Nee, früher habe ich es in mein Bein gesteckt und dann habe ich so meine Armbänder geflechtet. Hm? Wie süß. Du bist so dumm. Ist mal nett, dann kriegt man noch Beleidigung. Danke, auf jeden Fall läuft mein Stream 20 Mal flüssiger als der von dem anderen Kerl. Kann sein, dass ich den schwerer machen muss hier. Ja. Der Oktopus. Der wird schon ein bisschen viel erhöht. Da draußen wird doch jemand sein, der das Gegenteil beweisen kann.
Bin ich irgendwo hier gelandet, wo kein Loot gibt? Eine Minute, der Ring ist in der Nähe. Ring ist um die Ecke, 45. Marcel, dein Einsatz. In der Barbie World. Life in Fantasy. Erster Treffer. Irgendwen muss es erwischen. Zum Glück war es keiner von uns. Rucksack. Stufe 3. Ring ist nicht weit weg. Halbe Minute. Come on, Bobby. Let's go party. In der Barbie. In Fantasy. Also. Mr. Patsy am Mutzitz. Ja, ne, der ist nicht dafür gemacht, der Freund der Sonne. Was? Der Teddy rutscht bei jedem Schritt nach vorne. Kim. Was, welchen denn? Bist du wenigstens nur, Kim? Wenn? Lavendel. Ach, stimmt. Nee, Lavendel ist zu groß. Glaube ich, oder? Ich glaube, Lavendel wäre zu groß. Der Lavendel ist schwer genug. Hey du Hurensohn, das war meine Rüstung. Na Kevin, jetzt geht's. Ich hab mein Handy draufgelegt. Bist du mit gesucht? Care-Paket kommt. Wir müssen zur Landezone. Scheiß. Ja. Scheiß. Was denn Dylan, den Hurensohn? Na, spiel ich nicht mal. Spielt nimmer noch um Schuld. Ich würde gleich schon sein Code übermachen, als ein Bifana. Zu besinnen können. Ah, nur die Schnappes. Pfung, ich kenne auch keine Tage bei der Arbeitsposition, dann musst du direkt neben Duden. Tschu, du darfst auch schon. Wie ist die auch? Die scheiß Frasche, gell? Mit Plastik. Undress me everywhere. Imagination. Ich müsste echt so ein Kreativ-Check machen. Oh, jetzt habe ich aber nur Scheiße hier gebaut. Egal, ich mach das jetzt zu. Wie scheiße! Oh, die liegen irgendwo nicht mit dir. Marcel! Jo. Okay. Ich glaube, ich baue meinen Schreibtisch entweder jetzt gleich oder morgen. Kevin, Marcel redet gerade. Entschuldigung, ja? Kevin. Marcel hat gerade geredet. Du hast ihn unterbrochen. Kevin, du brauchst mir nicht gleich beleidigen. Was willst du noch sagen? Hier war gerade zu schwätzen und du hast wirklich einfach Karma voll dran gelabert. Sorry. Ja. Kann ich machen. Bisschen Manieren muss man aber haben, ne? Ich hab ihn nicht gehört. Ja, dann hör zu, wenn andere reden. Ja, ich hab mein Mikro jetzt auf irgendwo in Timbuktu hängen, weil ihr immer rummeckert. Ah, jetzt ja richtig Manieren. Ja, jetzt hallo, klebt. Ja, hallo Kevin, jetzt klebt ihr quasi. Jetzt klebt ihr quasi auch an meinem Mund dran. An deiner Näschen. Ja. Bis das nächste Mal kommt. Oh, Marcel, aua, aua. Dann schiebe ich euch wieder weg. Okay. So, ich höre Musik. Okay. Sind überhaupt meine Teammates? Sind die tot? Anscheinend. Ich sehe keinen mehr in meiner Gegend. Ich bin besser dran ohne die. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich sehe die auch nicht mehr auf der Karte. Sind die rausgegangen? Kevin, guck mal, hör mal. Comment faire ça?
Was ist das denn? Das habe ich gestern hinzugefügt, extra für dich. Weil du immer PITA sagst. So. Ist auch kostenlos, kostet 0 Bits. Komm auf, Wichser! PITA! Und das habe ich für Kim hinzugefügt. Das ist Monte! Dann habe ich noch. Habt ihr eigentlich auch einen Ton? Meine Mama hat gesagt, ich bin besonders. Ah, ja, doch. Alles verhakt, was geht. Meine Mama hat gesagt, ich bin besonders. Das ist dieser ein Monat VIP. Das habe ich gestern hinzugefügt. Darf er das? Was machen wir? Gummi! Ah, ich hab nur dir das geschickt. Ich hab ihn das nicht geschickt. Was? Auch mit so einem Kombi. Was ist das schnellste Auto in Deutschland? Mercedes, BMW, Porsche. Was ist denn das für ein Kombi? Eine Minute. Ah! Der Kevin ist da. 45? Bring es nicht weit weg. Ah, ich brauche noch ein paar Sounds. Ich wäre froh, wenn ich hier mal Gegner finden würde. Damit du sofort stirbst? Nee. Lockere 30. Meine Teammates sind einfach rausgegangen. Ja. Mexiko. So, in den Finger stecke, kann ich hier bald Zuckertests machen. Okay. Kennst du es nicht? Für Zuckertests? Ja. Wo du dir den Finger picken musst? Auch die kann ich. Ja, doch, das kenne ich. Kenne ich auch. Mein Opa hat das immer gemacht und dann hat er das bei mir auch gemacht. Meine Mutter auch. Die haben das immer auf Spaß gemacht. Ich hab's auch einmal auf Spaß gemacht, ich war voll unterzuckert. Ich so, nö! Friss mehr Zucker, hier, kauf die Süßigkeiten. Ja. Und ich wollte einfach nur mal testen, wie das ist. Das hier mit dem Blutdruck, wenn der Blutdruck gemessen wird, ich schwöre, mein Blutdruck ist immer 360 im Ruhepuls. Das ist meine Mutter. Ja, also das ist nicht der richtige Ruhe. Ja, das ist mir schon bewusst, die junge Frau. Scheiße! Übrigens wollt, wenn ihr mich mal erschrecken wollt, ne? Das ist der Ton. Achtung, wird laut. Jetzt muss mich anschreiben. Oh ja. Na, pinkelt jeder von uns sich noch in die Hose. Ja, ich hab wieder ein Paket, eine Lootbox. Zumal wenn du den abspielst, da kommt erstmal nix, so, weißt du? Lila! Nix am Rand. Oh, schönes Skin. Immer, ich krieg ein animiertes Skin. Also, warte, ich mach deinen Stream auf. Boah, die Waffe! Ja. Wow. Sieht geil aus. Richtig schmullig, hä? Ja. Oh, ein Mull. Schon Mull. Ein Mull. Von mir und so hat diskutiert, ob der Abel schließt ein Schwarzbier auf von der Blötze bei euch nennt. Das ist ein Perzbier. Ich meine, die wollte eine Perzapfelsohn. Ja, das ist ein Blaubeere, weißt du? Ich spiele, das hier ist wirklich ein Perzbier. Ja. Ein Schumul.
Ich will nur dein Handy, ob da ein Oktopus gelöst. Ja, für das du mich schwer hast. Sind ich, wenn ich vorne zuhöre. Schau dir mal den Null. Hey, du rutschst in der Mai. Ja, hat nur so viel Druck drauf, dass der Control-Alt feiert, Rex. Auf. Anwesend. Wo ist die Sabrina? Waffenversorgungsbehälter. Sie ist grillen mit dem Bruder und so. Warum bist du nicht mit? Weil ich arbeiten war. Ich bin ja schon um 6 an. Der Schredder frei, ja. Schade. Das macht nichts. Na, was, wenn sie jetzt zu dir kommt und du hängst da in deinem ultra fucking langen Stream? Dann hat sie Pech. Wollte ich gerade sagen, hat sie Pech. Aber ich informiere sie ja vorher noch. Du kommst heute nicht nach Hause. Kein Problem, wenn wir das mal machen, aber du musst mir davor Bescheid geben halt. Ja, alles gut. Also ich denke mal, jetzt werde ich das sowieso machen, solange. Also in meinem Urlaub werde ich definitiv mal aber so ein Stream machen. Nein, ich meinte jetzt wegen Spiele wechseln und so. Kevin, ich meine morgen. Dann kauf den Capture-Code. Ich habe ja eine, aber ich will halt über OBS streamen und dafür brauche ich halt den PC. Man kann nicht alles haben. Ja, ich weiß, aber ja. Ich kann ja über OBS streamen, aber dann bin ich der Gorilla 2. Nein. Das möchte ich nicht. Dann kämpft der, wer ist der bessere Grüle. Könnt ihr Kiki auch noch dazu nehmen? Ist echt so. Dann heiße ich der Grüler-Bot. Oder so, keine Ahnung. Wieso kopierst du mich? Kriegst du nur dann geschrieben. Die Leute das völlig checken. Guckt doch einen euren Scheiß-Stream, bevor ihr den anmacht. Ich hab sowieso mein Stream immer neben mir nochmal an, extra, um zu sehen, ob alles sauber läuft. Ah, du willst schauen, ob du gut aussiehst. Ja, natürlich. Naja, ich muss mich immer von der Schokoladenseite zeigen. Jetzt gesagt. Damit hab ich nichts zu tun. Ich auch nicht. Ich distanziere mich auch davon. So schön zart bitter. Vorhin hatte ich eine in der S-Bahn neben mir sitzen, die bestand glaube ich aus 95% Schokolade. Konchierte Schokolade. Die war so schwarz wie Kylo. Das ist der Mund des schwarzen Mops. Er ist so schwarz wie Paki. So schwarz. Der Paket kommt. Wir müssen zur Landezone. Ha, ich hab dich getötet, du Noob. Guck mal, nur die Zähne, die. Wie das eine Video. Wo er das Licht ausmacht und anfängt zu grinsen. Du Fixer, was klaust du mir meinen Loot? Fick dich. Sagst du, der Loot-Geier schlechthin. Das stimmt nicht. Doch. Das Wort Zapzarab wurde für dich neu erfunden. Ach so. Tell me why ain't nothing but a heart. Ja, bei mir läuft das Spice Girls. Ah, ich hab das gerade bei den Sound Alerts gesehen. Mal Muni. Ich. Ja, schön, dass du ein Medikit gefunden hast. Scheiß Hurensohn. Ich habe ein paar Materialien. Der kam von ganz tief unten, ey. Ja, ja. Oh,
Der Gorilla spielt jetzt Fall Guys. Wer? Ach du meine Fresse, es wird immer schlimmer. Der Gorilla. Der Gorilla. Warum nennt er sich so? Um Gottes Willen. Genau. Vielleicht hat er warum nennt niemand sich mal der Kevin? Der Alpha Kevin. Ja. Gibt's auf Twitch. Alpha Kevin. Ja, der nennt sich Alpha Kevin. Ja. Kevin, für was streamst du nicht? Kevin ist so schüchtern. Ich spiele aus Spaß, nicht um anderen Leuten zu zeigen, was geht. Kevin ist mein Sidekick. Kevin ist für die schönen Beine da. Ja. Kevin ist mein Chef Strobel. Wie Trimax. Uff. Kevin ist mein Elotrix. Ich bin Monte. Schatz, mein Bein ist eingepennt. Bei Honeypoo muss man sagen, da wärst du Sascha, ihr Freund, unsympathisch, weil ich glaube, das ist ein Noob im Gegensatz zu Honeypoo. Keine Ahnung. Nee, ich mag das nicht so, wenn man sich jetzt schon erlebt. Nein, bist du denn nervös? Was? Was? Moment, Kim? Na, Kevin hat einen OnlyFans-Account. Aha, Kevin, warum weiß ich davon nichts? Warum krieg ich kein Bier? Wieso bin ich kein Mods? Auf OnlyFans. Okay. Nee, ich mag das einfach nicht. Aktiviere Sprung. Entscheidungssache. Ich mag das, wenn man mir zuguckt. Okay, Marcel, okay. Okay. Okay, Marcel, okay. Ich mein Tralala. Unter welcher Branche finden wir dich? Unter Amateur? Webporn. Unter. Nee, unter Gilf Hunter. Hi, Kiki. Kiki ist in meinem Stream. Kiki, was ist da los? Wir haben noch vorhin von dir geredet. Kiki, was ist da los? Von dir hört man ja auch nichts mehr. Die Beetlejuice, da war sie plötzlich da. Ja, sie lebt noch. Die Beetlejuice. Jetzt nochmal, ich hab's noch nicht dreimal gesagt. Ja, wir haben voll gerätselt, warum du nicht mehr streamst. Genau, warum du auch nicht mehr bei uns im Discord und so unterwegs bist. Oder wenn ich streame, dass ihr bei mir reinkommt, wie auch immer. Marcel meinte, ich soll sie so drehen. Der Ring ist in der Nähe. In einer ja, Minute mein. Ah ja, dein sich. Arm ist gebrochen, stimmt. Gute Besserung, Kiki. Das Ding ist, wenn ich jetzt meinen Schreibtisch umstelle, ne? Dann muss ich alles wieder abkabeln, ey. Ja, das macht am meisten Spaß. Hast du einen Kabelkanal im Schreibtisch? Nein. Ihr seht, ich habe auch gerade keine Lust zu streamen. Ja, Kiki, dann komm doch wenigstens zu uns rein. Egal, ob ich streame, Kim streamt, Beppo streamt. Komm doch wenigstens rein und schreib ein bisschen. Wenn Kevin im Hintergrund seine schönen Beine zeigt. Sprungantrieb unterwegs. Geht's jetzt? Entfernung zum Ring, noch 10. Also Marcel, du kannst auch gerne morgen bei Kevin schlafen. Geil. Da wird nicht viel geschlafen. Aber ich Kevin, das jetzt gesagt, Kevin, ich bin der große Löffel. Oh. Hätte ich das jetzt gesagt, okay. Ich bin der große Level. Weil nur der Gefickte ist schwul. Sagt der dann den Schwanz in den Arsch von dem anderen steckt. Ja. Kiki, was schreibst du? Kann auch in den Discord kommen, wenn... Also das ist wie du willst. Ich zwing niemanden, sich hier unser blödes Gelaber anzuhören. Wie du willst. Doch, wir werden alle genötigt von Kim. Sonst werden wir alle geschlagen. Dann geh doch! Geh doch zu Penny!
Also wie du siehst, Kiki, momentan machen wir alle, alle was anderes. Ja, ich sitze vor der Playsee, meine Playsee ist zwar an, aber ich weiß nicht, ob ich zocken soll oder ob ich nur zocken soll, keine Ahnung. Und ich gucke nebenbei Kims Stream auf mein Handy. Echt? Du guckst mir zu bei meinem Scheiß? Ich guck ja, ich gucke auch wieder im Chat. Echt? Ist voll beruhigend, ne? Ich brauche eine zweite Nadel. Kiki, ihr könnt auch beide in den Discord kommen. Oder muss er morgen früh hoch? Was? Jeder will mit mir reden. Er hat mich schon. Also ich hatte schon lange nicht mehr. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja, besser ist. Zu Hause. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Wir sehen uns morgen, Weasley. Besser ist. Ja, mit dem sein scheiß Mod, der hat mich rausgekickt. Jo. Das ist Dani. Ja. Ja, Dani ist ein guter. Er hat mich sofort beschützt. Ich fand das ehrlich gesagt super. Was tut das? Mein Pilz ist ausgegangen. Er ist leer, Kevin. Er ist leer. Er ist leer. Wieso machst du das dann? Ich geh mal rauchen. Kiki, was fräst du denn? Was sind denn deine handwerklichen Künste? Das ist das Problem an dem scheiß Pilzkörper. Wenn du das noch einmal sagst, kastriere ich dich live im Stream. Geil, zeig. Ich habe sehr viel Dr. Paul geguckt, wie heißt das? Weißt du? Den wir mal da du fräst haben. Gläser und brennst auch Bretter, okay. Machst du das hauptberuflich, oder? Warum kann ich keine Kanalpunkte einlesen? Schon wieder was? Ich hab keine Arbeit momentan. Ich hab Kanalpunkte wieder ausgegeben. Ja, ich kann keine ausgeben. Warte mal, ich starte die App nochmal neu. Vielleicht geht's dann. Also Kiki, ich mach das gerade nur... Danke, Kevin. Ich mach das gerade nur, weil ich absolut nichts zu tun habe. Und ja. Ich kann keine Kanalpunkte einlösen, ich kann überall raufdrücken. Ach der, die Twitch ist so Müll, ey. Es wird Zeit für Kick. Ist so. Du brauchst auch nur, ich glaube, um Affiliate zu werden, brauchst du glaube ich nur. Ja, das ist viel einfacher. Viel einfacher. Ich glaube nur 70 Favos, dann bist du Affiliate. Ja, Dylan und ich haben das schon geguckt. Aber das ist kacke, weil du kannst die Playsee und so nicht über Kick streamen. Haben wir was zu trinken? Ich muss was trinken, aber ich habe nichts zu trinken. Ja, warte. Keine Ahnung, gib mir das, was dir gerade gefällt. Bitte. Kiki, hast du denn schon die Durchschnittszuschauerzahl von 3? Dankeschön. Ah, okay. Wie viele Follower hast du jetzt? Ich guck mal. Du hast jetzt... Zuschauer bringen wir dir rüber. 26 Follower, okay. Ja, brauchst du noch 24. Dann hast du es schon mal. War man 50 oder 100 für die Affiliate? 50. 50 Zuschauer. Quatsch, Zuschauer. 50 Favos. Ja. Durchschnittszuschauerzahl von 3 und mindestens 8 Stunden lang gestreamt, glaube ich. Und ein Daddy. Boah, schwör, ich habe heute eine Sendung geguckt, jetzt ohne Witz, ne? Ich habe eine Doku geguckt. Wo Leute Daddys haben und Sugar Babes sind und so. Geil. Und wie ekelhaft die sich dabei fühlen. Ich war echt schockiert, was ich da so gehört habe. Anscheinend sehen die Leute das als Einstieg in die Prostitution. Nein, nicht unbedingt. Die eine hat einfach mal über 1000 Euro im Monat bekommen, nur mal, um mit dem Sex zu haben, Mann. Der ist mit ihr in Urlaub gefahren. Der eine Mann hat einfach versucht, sie zu vergewaltigen. Mine, hallo. Vergewaltigung von Opa. Ja. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's, Ender? Ich habe auch mal gegoogelt, was man als Callboy so macht. Ach so, Marcel, willst du uns was mitteilen? Du musst ja nicht mit den Frauen schlafen, die dich ärgern. Du kannst auch nur mit denen shoppen gehen oder sowas. Ausziehen. Nee, auch nicht.
Du kannst mit denen shoppen gehen, du kannst einfach nur Gesellschaft leisten, kriegst dafür Geld, aber du musst halt so und so aussehen, du musst so und so Klamotten tragen und sowas. Also ist schon... Ja, das ist daneben, Stil. Ja, alles in Ordnung. Ich war heute nicht motiviert zu zocken, deswegen ja, amüsiere ich mich jetzt hier mit Armbändern. Der streamt gerade Valheim. Echt? Dann gehen wir mal gucken. Oh, ich könnte natürlich auch Assassin's Creed nochmal neu anfangen und das streamen. Das wäre was für ein 12-Stunden-Stream. Jetzt oder was? Uff. Nee, das mache ich, wenn ich meinen PC hab. Dann stelle ich alles ein und dann geht er los. Dann hat Kim auch genug Vorlaufzeit, um sich darauf einzustellen, dass sie eine Stunde da sein muss. So, ich bin wieder da. Ihr könnt aufhören, über mich zu lästern. Ah, oh, fuck, er ist wieder. Fuck. Was wollte ich sagen? Tut mir leid. Beppo ist das Scheiß. Beppo ist gar nicht so braun, wie er sagt. Du hast mich noch gar nicht gesehen. Er ist brauner. Ne, ich sehe dich ja nur in der Kamera, Beppo. Das ist ein Filter. So ein Aufheller ist das. Er ist eigentlich sepiafarben. Sieht man die Arme? Ja, ne? Ja, sieht man. Ich habe noch andere, also guck, ich mache auch Lesezeichen, ich bin so ein Opfer. Die könnt ihr alle käuflich erwerben auf Etsy. Ja, könnt ihr echt machen, ohne Scheiß. Kim, du brauchst einen Comment dafür. Ausrufezeichen Etsy und dann... Ich lege euch die hier so schön hin, hier habt ihr einen Lesezeichen. Oder Shop, genau. Und da fehlt noch deine Adresse. Ja, dann mach mal einen Link dazu. Guck, ihr habt dies. Also ich mach jetzt purer Langeweile. Wie heißt du nochmal auf Etsy? Wenn du was in... Ah! Mine! Du hast geredet, ich hab gefunden. Das ist euer Champion. Kim, wie heißt dein Shop nochmal auf Etsy? Perlenfuchs, aber der ist momentan ja zu. Ich müsste den dann wieder aufmachen. Ich such dich, ich schick den Link da rein. Mach deinen neuen mit X-Hamster. Perlenfuchs. Ich hab drei so Tüten, Leute. So. Die sind voll mit Farben. Wenn ihr mir sagt, was ihr haben wollt, ich mach euch das. Ich hätte nie gedacht, dass es irgendein Schwein interessiert. Das Ding. Kann man hier auch Shops suchen oder muss man da. Warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich was Kiki in lila habe. Hier, wie ihr seht, ich habe Tüten über Tüten über Tüten. Von Tüten. Was für eine hübsche Lila habe ich denn für Kiki? Ich habe hell-lila Kiki so. Und mal gucken, was hier habe ich noch einen blauen Lila. Ich habe hier noch so ein Lila, der die Farbe wechselt. Guck. Dann kann man bei Etsy keine Shops suchen. Ja, meine Mutter macht Paracord Halsbänder. Die hat auch einen Shop. Nein. Willst du haben? Ich muss eine Zugabe ablehnen. Ja. Ich bin tot. Ich hab das, glaube ich, auch mit. Hey. Da muss ich die Linie pushen. Ja, meine Mom, die verkauft echt viele diese Dinge. Ah, der Schwarz hat mich.
Das war wieder eine schnelle Hunde. Wie gesagt, ich habe Tüten voll, Leute. Tüten voll. Das ist Kim so, Schwarzmann. Ich wollte eigentlich... Also du weißt nicht, wie viele Leinen wir haben hier von Paracord. Weil meine Mom da brutal viele Leinen schenkt. Du brauchst aber mindestens 10 Meter von Leinen. Kiki, sind das die Farben, die du haben möchtest? Okay, danke. Kann ich das hier hinlegen? Ja, Kim, dann mach deinen Shop wieder online und dann kann ich deinen Shop verlinken. Ich finde dich da jetzt nicht, ich denke mal, weil er offline ist. Ich habe hier so viele noch liegen, Mann. Kommt mir aber jetzt nicht mit verschiedenen Mustern und so, weil darauf habe ich keinen Bock. Ich will Regenbogen. Herzmuster und so. Hier ist auch noch. Die blauen finde ich auch echt hübsch, wie ihr seht. Ich will LGBTQ. Ja, leck mich. Wusstet ihr eigentlich, dass sie LGBT Muster hat von dieser ein Tabelle, oder was das da ist? Ja, bei Mina, also meine Mom sitzt auch Stunden und Stunden. Meine Mutter macht sogar Perlen aus Hundefell. Mine will Regenbogen haben, Kim. was sind denn Regenbogen? Wie viele Farben macht? 6 Farben, glaube ich. 5 oder 6 Farben hat er. Ich muss gucken. Ich muss gucken, Leute. Aber stress mich nicht, ne? Ich mach das immer so, wenn ich gerade ein bisschen Bock hab. Ich will den Morgen ab. Was sind denn für Farben in dem Regenbogen, Mann? Google doch einfach. Ah, Kim, warte, bis du aus dem Arsch kommst. Ja, aber ich bin hier gerade am Flächen. In den Bogen. Also, der Regenbogen hat Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau. Ich hab Orange, ich hab Rot. Was war danach? Gelb, Grün. Gelb. Grün. Blau. Blau. Ja. Dunkelblau ist das, glaube ich. Also eine Mischung aus Lila und Violett und dann Lila. Das verschafft uns einen Stellungsvorteil. Jetzt kommt der Konzentrier. Die 7 Farben des Regenbogens. Wenn ich ja ehrlich bin, ich würde Orange rausnehmen. Aber ich sag's euch nur, wie mein Geschmack. Das ist aber nicht mein Geschmack. Ich würd Mina die Farben dann zusammen machen. Obwohl das Grün. Ich könnte da, das Grün ist ein bisschen aggressiv. Man könnte ein helleres Grün nehmen. Neuer Killspitzenreiter. Doch, das würde richtig cool aussehen. Man würde dann das Gelbe. Ich mach das Gelbe. Und dann das Lilafarbene, das Grüne und das Blaue. Wenn man bedenkt, wie viel die Dinger mich hier gekostet haben, absolut gar nichts. Gute Arbeit, wir sind im nächsten Ring. Die Farbe? Okay. Ich lege die alle auf die Seite, damit ich Bescheid weiß. So. Hast du mich aus dem. Nee, ich habe niemanden aus dem Discord geschmissen. Jeder müsste noch drin sein. Jo. Jo. Ich weiß nicht, weil die man Leute ausrüstet. Ja, geschehen. Herr Paket wird ausgeliefert. Herr Paket landet. Da ist ein seltenes Zeug drin.
den Link nochmal reingepostet. Ich hab niemanden rausgeschmissen, echt nicht. Das mache ich nicht. Das ist scheiße, sowas zu machen. Jetzt will noch jemand eins? Ich habe das jetzt geschrieben bei Mines Freund in den Stream und jetzt will er auch ein Armband. Solange ihr mich nicht hetzt, mache ich das gerne. Morgen. Ich habe noch 15 andere Hobbys nebenbei. Mehr Hobbys als Hobbys. Mehr Hobbys als Hobbys. Ja, ich habe übertrieben viele Hobbys, Leute. Ich muss mein Handy drauflegen, weil er ist wieder zu. Jetzt haben wir eine Dose. Man sieht voll mein Tattoo hier so in die Kamera geflext. Kim ist kriminell, die ist tätowiert. Ja. Ein Mikro. Also ihr müsst die Armbänder auch nicht kaufen. Was ist denn? So dumm. Ja. Mikro. Oh. Oh. Ich esse dieses Mikro bald auf, ey. Voll der berühmte Stream heute gerade bei mir. Marcel macht das gleich. Warte, Kiki, ich füge dich hinzu. Ich mach nur meine Reihe fertig. Leute, Ender sagt mir gerade Farben. Okay. Die Hälfte der Squads steht noch. Ich guck mal, ob ich sehe ja, wer alles drin ist. Also Kiki, du stehst bei mir immer noch drin, ne? Die ist bei mir immer noch drin. Kiki, du musst auch auf der linken Seite, da hast du diese Profilbilder. Da musst du dann auch auf Hamster klicken. Und dann in allgemein reinkommen. Ja. Weil ich krieg dich nicht rein, weil du schon da bist. Deswegen, ich werf niemanden raus, ohne den Leuten Bescheid zu sagen. Kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein, kann es sein, kann es sein? Wenn ich die Leute nicht einfach so kicken, ne? Knoten! Cool! Warum hast du so... Okay, ich bin dumm. Du hast mittlerweile einen Peter drin. So. Mist.
Schwarz, blau, rot, rosa. Okay. Muss Kim schon Buch fähren. Ja, schwarz, blau, rot. Ich bin überfordert. Auch rot. Mal gucken, wieder Kiste öffnen. Uff. Alles viel zu teuer. Guck dir, ich kralle hier durch alle Kisten zu. Jetzt kommen die neuen von meiner Mama. Die ist noch nicht auf, okay. Sieben Leute, die mir zugucken. Yay. Ich muss mir auch unbedingt was überlegen, was ich meiner Mutter kaufe für ihren 70. Mina, bist du noch im Stream? Da können wir dir, glaube ich, nicht weiterhelfen, Beppo. Wir kennen deine Mama, Oma. Wie Oma? Kannst du Ender kurz fragen? Entschuldigung. Ob diese Farben in Ordnung sind? Er hat nämlich rot, schwarz und blau gesagt. Ich habe auch noch andere Nuancen. Nuancen. Weil dann würde ich ihm andere Farben. Ich bin wegen der Party hier. Rot und rot. Ich habe auch noch so pink, pink, pink. Also pink, 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 pink. Jetzt kommen gleich dann eins mit schwarz, schwarz und hellschwarz. Ich habe auch so rot. Wie er will. Nein, der Pascal möchte rot, schwarz, weiß. So kam ich heute auf Arbeit. Ich hatte ein rotes, rotkariertes Hemd an, weißes T-Shirt und schwarze kurze Hose. Okay. Und macht dir noch immer Spaß, Fleisch zu hacken? Fleisch hacken mit Hacke. Das habe ich heute gar nicht gemacht. Ich habe heute ganz viele Hundis gestreichelt. Bevor sie in den Schredder kamen. Nein, da kommen nur Katzen rein. Hey. Oh. Okay, Kevin, Entschuldigung. Ich liebe Katzen. Wenn du eine Katze hast bei dir zu Hause, sobald die Katze deine Wohnung betritt, hast du deine Wohnung abgegeben. Dann bist du auch nur noch geduldet. Dann ist die Katze der Hausherr. Das ist eine Sache der Erziehung. Da bringt Erziehung auch nichts. Irgendwen musste es erwischen. Zum Glück war es keiner von uns. Die Katzen sind alles einnehmende Wesen. Also ich mache jetzt Fotos von den verschiedenen Armbändern, weil ich hab sonst vergessen, was für Farben das sind. Schreib da gleich den Arm drunter, für wen das ist. Hand Power! Chris Power! So, das ist für den Ando. Nando. Das ist für Kiki. Oder mach dann Post-it dran oder sowas. Und das hier ist für Mina. Also Leute, nicht... Neue Killspitzenreiter. Mich nicht hetzen, also ich mach das in meiner Ruhe. Kim, das ist alles Handarbeit, das wird geschätzt. Selbst wenn du 3 Tage brauchst. Handjob. Genau. Handjobs brauchen halt ein bisschen länger. Essen Follow bekommen? Danke. Aber warum ist mein Alert so scheiße? Das habe ich dir vorhin gesagt, den sieht man nur zur Hälfte, den musst du unterm Chat schieben. So. Mein Sub, den hat man ja vorhin auch nur zur Hälfte gesehen. So. Danke für den Follow! Kann einer nochmal reinfollowen, um zu gucken, ob der Alert funktioniert? Ja, ich habe es jetzt schön gerückt. Ja. Um sicher zu gehen. Ja. Nee, es funktioniert jetzt. Ich hab's rübergerückt.
Kim, das funktioniert noch nicht. Du, wir müssen erst gucken. Ja, wieso geht der wieder Ärger holen, der Typ? Ich hätte nie gedacht, dass irgendjemand hier reinguckt, kommt und sich das hier anschaut. Kannst du mal sehen, was sowas bringt. Kann ich das öfters machen? Das hier beruhigt mich für richtig Trash Talk. Jo. Oh mein Gott. Deine Musik ist minimal, wenn man. Deine Musik ist minimal, dass man sich in dein. Hoppala! Discord ist jetzt lauter. Ich bin jetzt lauter. So, meine Musik ist jetzt da runter. Test, test, test. Hennis? Ich bin eine Biene. Hi, ich scheiße Marvin. Ich hab Kevin fast gefunden. Hallo, ich heiße Marvin. Ich bin eine Biene. Du wirst gefickt. Was tust du da? Danke, Nina. Danke, danke, danke. Ich höre schon. Zum, zum. Ha! Dem habe ich voll in die Fresse geschossen. Also wieso? Ich kann das hier als Armband machen oder als Lesezeichen, ne? Die Lesezeichen sind ein bisschen so mit Perlen. Aber dasselbe Prinzip. So wie das Pinke hier. Dazu muss man dann aber auch Bücher lesen. Dazu muss man Bücher lesen, Leute. Genau. Ja, aber sag's nur, weil ich habe echt viele davon. Voraussetzung, dass man lesen kann. Ja, einige Leute hatten keine Buchstaben in der Schule, die haben ihren Namen getan. Ich vermisse die alte Werbung von Deutschland. Ernsthaft, Kevin? Nein, nein, nein. Uff. Ich bin Kevin, ich kann meinen Namen tanzen. Von der Waldorfschule. Meine Mama hat gesagt, ich bin besonders. Vielleicht ein wenig. Ey, also immerhin, kannst du tanzen? Wenn ihr Scooby-Doos wollt, meine beste Freundin hat momentan ihren Examen und da macht sie am Tag übertrieben viele Scooby-Doos als Stress. Das kann ich euch auch noch anbieten. Auch als Armbänder oder was? Nö, als Anhänger. Ah, okay. Da kann ich sie mit reinziehen. Sie ist gerade nicht da, glaube ich. Aber ich habe immer Scooby-Doos mit den Stromkabeln gemacht. Nicht mit den Bonbons. Ja, das habe ich auch letztes Mal gemacht. Wie gesagt, ich habe eigentlich einen Etsy-Shop, ne? Und ich bin auch dabei, halt Ringe zu machen momentan. Kim, du musst den online stellen. Ich weiß, ich kann dann euch... Warte, ich gehe euch die Ringe kurz holen, weil ich habe alles. Dann machst du einen Comment und dann stellst du den ein. Fertig. Dann kann ja jeder raufklicken und gucken. Nein, du Opfer, wieso hilfst du mir nicht? Also, die Ringe sind momentan noch in der Anfangsphase. Da seht ihr die Ringe. Schick, schön. Die sind aus Draht gemacht. Ja, also das hier ist eigentlich, das ist eigentlich eine Marvel-Kollektion. Ja, und dazu kriegt man eigentlich auch noch die passenden Armbänder. Die kann ich auch. Also wie gesagt, ich hatte einen Etsy-Shop, ich habe den auch noch immer. Das ist der Weg. That's Kim muss den Etsy-Shop wieder online stellen. Das ist der Weg. That's the way. So, ich kann euch auch die Armbänder kurz zeigen. Wichtig ist, dass man weiß, warum. Jetzt habe ich gerade auch noch die genommen, die nicht fertig sind.
Twitch, das ist hier keine Werbung, das ist Werbung in eigener Sache. Daran verdient Kim noch nichts. Ja. Das muss hier man dazu sagen. Zum Beispiel, das ist eigentlich Loki-Armband. Und da steht halt Get Help drauf, weil wer die Filme gesehen hat, versteht das. So. Und dann verdient nur eine halbe Million damit. Das kriegt man hier nochmal als Tor-Armband. Genau, das sind dann halt Freundschaftsarmbänder. Hilfe, Hilfe, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Da habe ich viele, zum Beispiel meine Bestseller waren immer, Katzen Futter 29 spielt mit mir. Oui. Ich gebe mir mal kurz das Haarspiel. Hier habt ihr zum Beispiel, den Handschuh, den Infinity-Handschuh. Hauptsache sie checken es alle gerade gar nicht. Ja, also wie gesagt, ich hab sehr viele Armbänder auf meinem Shop. Ranyu! Moin. Tschüssi, ist hier wieder keine Kiste, was soll das? Aber die Ringe sind echt cool, ich finde die Ringe an sich wirklich voll cool. Guck. Es wäre traurig, wenn du deine eigene Ware nicht cool findest. Wir sind im Ring. Ein Problem weniger. Ihr müsst mir halt nur eure Größe sagen und dann kann ich das machen. Ach so, ich sollte mir vielleicht noch zusätzlich Kopfhörer aufsetzen. So. Werde beschossen. Was fällt denen ein? Ich habe keine. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, das habe ich wirklich ein halbes Jahr fast gemacht. Ich habe auch viel damit verdient, aber meine Oma ist krank geworden und ja. Ich habe das Problem, dass ich noch phasenweise da Bock drauf habe. Nein. Dann wollen wir doch mal wie ein Stück Scheiße abgeschossen. Gut. Oder nicht? Ja. Ich hör Kiki absolut null. Dann mach sie lauter. Mach ich lauter. Ah, jetzt höre ich dich besser. Ich kann ja auch mal gucken. Au. Ja, Kim, du musst auf. Du musst doch umgehen, wer ein Gries davor ringst, du musst. Ne, das muss ein Leid mir so. Kiki, du kannst mich leiser machen sonst. Ist es so besser? Ja, ja. Dann lass ich so. Wenn du meinst, es ist so besser, dann lassen wir das so. So. Ja, ich hab gerade nämlich automatisch Empfindlichkeit eingestellt und das fuckt bei Bluetooth-Kopfhörern immer mal gerne rum. Irgendwann muss man den Abzug drücken. Wichtig ist, dass man weiß, warum. Mach mir nix. Ja, guck mal bei SEO dem. Denke ich, dieses Armband hier nur aus Langeweile angefangen. Hey, jetzt habe ich Thomas bei mir spielen. Übrigens, am 17. August ist Trailer Review, ne, fürs MW3. Ich hab voll Angst, dass sie Ghost töten. Ist angekommen. Uff, da ist auch ein neuer Skin drin. Iceflow. Gebt mal ein bisschen Gas, wir springen ab. COD. Das ist Valeria im als Eisfigur quasi. Kacke, Mine, was heißt die Kacke? Nix da. Die Waffen sehen auch geil aus. Erster Treffer. Die neuen erwischt's immer zuerst. Die hat einen Eispickel als Messer. Null. Was für Rosslehren? Wir haben den Vorteil. Was für Armbänder wollen Sie denn haben, Mine?
Oh, wie süß. Kim, da gibt's jetzt auch Ghost als Cowboy. Ja. Also alles gut, Mine. Einfach nur sagen, wie gesagt, das hier sind Probe. Finger. So. Genau. Ihr müsstet gerade einfach nur meinen Tisch sehen. Materialien abgehakt. Scheiße. Ich kenne das, Mina, so ein Dreck. Das verschafft uns einen Stellungsvorteil. Oh, da kommen ein paar mehr. Easy. Ich kenne das von meinen. Kann ich. Paket kommt, das habt ihr euch verdient. Sichert euch gegenseitig. Ah! Setz da hoch. Materialien? Das ist ein Wunder. Solche Knalltüten. Schön für dich, wenn du Materialien. Evo-Schild hier, Stufe 2. Schon gut. Fuckt ein bisschen ab, Mine. Ich höre gerade, dass sie darüber reden. Mein Discord fuckt ein bisschen ab. Was ist? Nee, nicht du. Ja, nein, ich habe das aber nur so halb gerade mitbekommen, deswegen. Es ist jemand, der. Ich guck gerade einen Stream und die reden halt gerade über meine Armbänder, weil Mine ist die Freundin von dem Streamer, den ich gerade gucke und die reden halt gerade über meine Armbänder. Ich bin am überlegen, ob ich morgen eventuell auch einen Creative Stream mache. Ja, mein Arm ist. Ich kenn's von an. Ja, mein Arm ist zwar noch nicht so ganz wieder okay, aber ein Glas halten werde ich ja wohl hinkriegen. Ich arbeite ja nicht mit links, ich arbeite ja mit rechts. Markiere unsere Umgebung. Junge, was kommt da denn runter? Was bist du denn? Och, Baller. Hallo. Cool. Nee. Lassen Sie das. Hat heute viel zu tun. Au. Achtung, es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Neuer Killspitzenreiter. Ich spiel mal ein paar Runden zu dem. Merci. Kevin, kommst du rüber? Kommst du rüber? COD? No. Die Hälfte des Squads steht noch, doch wir werden gewinnen. Ich kann leider kein COD spielen. Macht nix, alles gut. Hä? Hey, was für ein Operator? Ich bin gerade freigeschalten, was soll das?
Killspitzenreiter bestimmt. Neuer Killspitzenreiter, seid wachsam. Teammate, du bist ja auch ohne mich weglaufen, du Spast. Runde 2. Starte Ring-Countdown. Achtung, Replikator ist unterwegs. Augen nach oben, Replikator im Anflug. Nördliche Promenade. Der Ring ist in der Nähe. Die Zeit begünstigt uns. Ziel gesichtet. Erwischt. Der Ring ist in der Nähe. Jo! Gehen wir dort entlang. Eine halbe Minute, Ring ist nah. Merci. Nom, nom, nom. Geringe Entfernung zum Ring. Noch 10. Es ist ein Set of Wundel, ey. Puh. Scheiß Drecksmap. Care-Paket wird ausgeliefert. Care-Paket von oben. Eine Gunst der Götter. Yo! Ja, come on. Wie viel Kugel frisst die Jolle? Der voll lauter Spiel. Laden entsichern, ballern und fangen. Nein, auch Digga, der ist One-Hit. Hinter dir, du Nuss. Oh. Die spielen wieder alle mit Fernseher. Ich war kurz ein paar Armbänder verkaufen. Nee, ich war kurz bei Minus Freund im Discord und ein Kumpel von dem hat Kinder. Ja, und er fragt die Kinder halt jetzt, welche Farben die haben wollen, und dann, ja. Bin überfordert. Zu viel Druck. Ja, also ich liebe meine Armbänder. Ich hab die auch viel. Also kannst Kevin fragen, ich habe meinen Shop echt mit persönlicher Liebe. Oh, oh ja, Digga.
Süße, du kriegst jedes Armband, was du von mir willst. Wie geht's dir, Liebes? Willst du auch eins? Er fragt, ob du ihn noch hörst. Ah, warte, warte, ich mach seinen Stream wieder an. Jetzt höre ich ihn wieder, ja. Jetzt höre ich ihn wieder. Ja, jetzt höre ich ihn wieder. Er kann reden. Er will ein Armband für seine Tochter. Habe ich das richtig gehört? Ja, mir geht's auch ganz gut. Du siehst ja, ich habe ein Hobby gefunden. Er hat einen Job gefunden. Den haben die verloren. Schwarz. Was denn auch rosa? Was bist du denn? Ich habe dieses Violett. Also es ist viel dunkler. Die hier würden gut beieinander passen, Nina. Oh, Peter. Warte mal, was ich gerade spiele. Ah, du spielst diesen, ihr Süße. Ich weiß es. Ja, okay. Ist notiert, Mina. Kannst ihm sagen, ist notiert. Alle so toll. Ich hab Bock, mein. Idan. Ich weiß, sind sie mal. Ihr müsstet echt hier so meinen Tisch sehen. Guck hier, ich hab hier. Ja, genau. Ach, Digga. Oh, Franzi, Süße. Hast du meine Ringe gesehen, die ich mache? Hast du die vorhin gesehen? Ich glaube, du warst da gar nicht drin. Könnte sich mal ein bisschen darauf fixieren, warum dreht sich das nicht mehr drauf? Ja. Meine guten Ringe. Aber die machen mich manchmal echt fertig, die Ringe. Das ist brutal. Was machst du dir eigentlich? Aus Draht. Draht und Glasperlen. Oh, heim. Das ist das Scheiß, also das Schwerste ist halt der Verschluss, weil du musst aufpassen, dass du den nicht zu scharf machst. Weißt du, vielleicht Leute sich nachher, dass die sich dran schneiden oder so. Wie gesagt, wenn jemand auch einen Ring will, einfach schreiben. Ich mach das einfach nebenbei vom Stream. Wenn ihr eure Ringgröße braucht, ihr kriegt eine App auf dem Handy. Da legt ihr einfach einen Ring von euch drauf. Dann sagt ihr mir die Größe und dann ist es in Ordnung. Dann habe ich das schon. Wenn man keine Ringe hat. Ich habe nämlich eine Ringschablone. Ich glaube, das schreibe ich auch dahin. Wow, das war for real jetzt nur die eine Mission. Spielst du denn, Kiki? Ich habe Overwatch Story Modus gerade gespielt, aber es ist halt echt nur eine Mission. Ach so. Was ein Scheiß. So, ich bin dann mal weg. Gute Nacht. Gleichfalls. Schön mit Ö. Also Mine, du kannst auch zu uns in Discord kommen, wenn du willst. Kannst du damit quatschen? Wenn du dir diesen Müll hier geben willst. Hier hörst du eigentlich immer noch meine Playlist hoch und runter. Ja. Ich weiß gar nicht, was für eine Ringgröße ich habe. So, ich geh mal aus Discord raus, ich geh nochmal. Jo. Okay.
Was? Wo du hingehst. Was du tust. Telefonieren. Ach so. Ah, ja, ich hab's nicht verstanden. Es war okay. Unterdrückt. Okay. Kommst du wieder nachher? Kommen wir später. Okay. Je nachdem, wie lange wir telefonieren, keine Ahnung. Je nachdem, wie lange ihr da seid. Okay. Okay, bis später. Bis nachher. Tschüss. Was für ein Müll, bei uns hört sich das mal. Sind die. Ja, das sind die besten Streams. Das stimmt. Amateure können heimgehen. Jetzt geht's ein paar Ligen höher. Trinken. Ja. Aber wenn du willst, ich setz dich dazu, aus, wie du willst. Ach, ich hab mein Handy mal noch ansteckt, weil das fast leer ist. Beppo, warum redest du nicht mehr? Doch, ich rede noch. Er mag mich nicht. Nee, wirklich nicht. Ich mag keine Deutsch. Oh. Hallo? Das war ein bisschen rassistisch jetzt hier. Das ist nicht wahr. Ach, alles gut. Ich kann damit leben. Ich ertrage keinen Rassismus. Er hat einen Scherz gemacht. Er meint es nicht so. Er hat alles gut. Er hat es nicht so gemeint. Ich weiß das. Ich weiß Nein, das. Mine schreibt auch schon. Nee, alles gut. Er hat es nicht so gemeint. Alles gut, das weiß ich. Das ist unser Ich hab noch Beppo mittlerweile. So, sowieso, ein Mensch versteht, wenn ich es böse meine und wenn ich es nicht böse meine. Also, das gebe ich schon in einem Ausdruck raus. Boom. Alles gut, bei uns wird niemand diskriminiert. Eine Minute. Du bist scheiße. Ich werde von meinem Freund schon genug diskriminiert. Ich bin Franke. Das hätte also. Man in seiner Stimme gehört. Noch 45 und der Ring ist weit weg. Nein! Ich bin kaputt! Oh Scheiße. Wieso bin ich ganz. Jedes Mal, wenn die Runde startet, bin ich alleine. Der Typ geht immer raus, sobald das Match angeht. Was spielst du? Apex immer noch? Ja. Ich habe leider gerade kein Apex raus, sonst hätte ich gesagt, ich spiele mit. Aber erwarte nichts von mir. Nee, ich bin auch noch am Trainieren. Ich komme auch noch nicht ganz klar mit dem Spiel. Ja, wir haben erst angefangen vor was, 2 Tagen? Jo. Ach so, ihr habt das jetzt angefangen, öfter mal zu spielen. Ja. Ja, sagt Bescheid, dann komme ich auch dazu. Muss ich nur über Nacht mehr downloaden. Das ist auch so eine Leitung wie Marcel. Nee, das nicht, aber wenn ich nebenbei zocke, habe ich keinen Bock, dass das Internet beeinträchtigt wird. Oder ich Rocket League zocke und jeden Ping brauche, den ich habe. Ja. Ja. Wie war das nochmal, eine Favela-Leitung? Bombus-Leitung. Nee. 150k. Dylan, dieser Penner. Ja, der halt. Der Dings, der Tom, der hat richtig eine Favela-Leitung. Der Brasilianer. Keegan hat auch nicht die beste Leitung, obwohl er immer meint, er hätte die beste Leitung. Ja, wir kriegen denkt, jetzt Glasfaser. Das kann halt sein, dass ich in nächster Zeit erstmal nicht so oft online sein kann, weil Internet ein bisschen rumspackt. Ja, das stimmt. Das hat uns auch genervt. Ja, es ist eine Bambusleitung. Ein Kollege, ich nenne ihn jetzt nicht ein Kollege. Halt ein Penner, der manchmal mitspielen muss. ich mag ihn nicht. Ich werde auch nicht sagen, dass ich ihn mag, okay? Er hat Armin, ich kann gleich mal gucken, wie lange es dauert, Apex runterzuladen. Kann sein, dass es vielleicht 10 Minuten dauert, dann watscht das. Ja, nett. Kann ja nebenbei ausgehen. Mit euch quatschen. Weil Elden Ring hätte, also ich konnte mir jetzt, ein Kollege hat mir Elden Ring zur Verfügung gestellt.
Mega, ich liebe richtig sowas geil, in der Richtung. Ja, ich liebe sowas in der Richtung halt. Roguelike-Titel ist was für mich. Und das hätte laut, wenn ich nicht irgendwie nebenbei noch YouTube geguckt hätte, glaube ich, 20 Minuten gedauert für 25 GB oder was das waren. Ui. Ja, wie gesagt, 150k Leitung. Und da die PlayStation auch noch über LAN verbunden ist, ist das Internet dann halt deutlich schneller als nur in WLAN. Das verstehe ich einfach nicht in Deutschland. Die sind allgemein sowas wie ein Drittweltland mit Internet. Ja, da regen wir Deutsche uns auch drüber auf, glaub mal. Wir hatten jetzt von Dezember letzten Jahres an bis vor 2 Monaten heftigste Internetprobleme mit unserem Anbieter. Internet ist teilweise komplett weg gewesen. Ich hätte so eine Krise gemacht. Was ich ja nicht verstehe, die ganze Leitung in Deutschland gehört der Telekom. Ja, das ist schon, das ist wie Deutsche Bahn. Telekom und Vodafone. Ja, die beiden, die könnten einen Club aufmachen, die drei. Das Ding ist halt, da ist Vodafone immer noch besser als, besser als Telekom. Weil mit Telekom hatten wir auch schon genug Probleme, das Ding haben wir da gekündigt. Bei uns ist es riesig Post. Alter. Wir haben 250er, aber dauernd Abbrüche. Ja, also wenn wir ständig Abbrüche hätten, das Problem ist halt, in Luxemburg haben wir eigentlich nur einen Anbieter, ne? Beppo. Ja. Wir haben halt Post. Und Post ist sich ganz bewusst, auf welcher Position sie sitzen. Und sie nutzen das auch aus. Ja, natürlich. Was denkst du, was Vodafone und Telekom macht? Die machen uns nicht anders, nur dass es halt da 2-3 Vereine sind. Denen ist das scheißegal. Wie hat Merkel das vor 3-4 Jahren gesagt? Internet ist Neuland für uns. Ja, nee, ist klar. Ja. In Afrika haben die besseres Internet als ihr manchmal. Ja, ist halt echt so. Aber es ist den Spruch bringen wir auch oft genug. Im Irak bomben sie sich regelmäßig weg und das Internet ist da besser als hier. Ja. Ja. War. Das stimmt. Ich glaube, warte, ich muss in den Chat gehen, um das zu lesen, was Mina jetzt schreiben wird. Aber ich glaube, da würde Mina mir zustimmen. Im Irak bomben sie sich regelmäßig weg und hier ist das Internet noch schlechter. Replikator landet. Bauen können wir. Aber Internet hinkriegen können wir nicht. Eine Atombombe können wir bauen, das können wir. Aber gut, das Internet da nicht. Ist. Oh, bist du behindert? Also, nicht du, Kim, ne? Mein Mate. Ich bin auch behindert. Ja, der hat mich gerade voll in den Ball reingebammt und ich hätte ihn easy noch ins Tor geschossen. So wie jetzt. Oder auch nicht. Ach. Packen. Der Ring schließt sich in Kürze. Ich fahre. Ich kann gleich Chat lesen. Kann ich auf der Luxemburg besser meine Serien gucken aus. Ja, Luxemburg. Also Luxemburg hat echt das Babonetz, also ein richtiges Babanetz eigentlich. Ich muss hier gucken, weil jeder hat irgendwie ein größeres Handgelenk als ich. Das heißt, wenn ich auf meine Größe mache, ich muss gleich mit meinem Handgelenk machen. Ich muss das hier mal noch ein bisschen. Mache ich hier raus die Lebensweise. Nur eine bisschen, nur eine bisschen. Nur eine kleine bisschen. Ich habe hier all die Farben liegen. Das ist schon ein bisschen lustig.
Ich nehme ein paar Sachen morgen mit, wenn ich wegfahre. Dann kann ich da hinten ein bisschen. Wo geht's hin? Hä? Wo geht's hin? Ah, ich fahre nur übers Wochenende zu einem Kollegen nach Stuttgart. Ach so. Und deswegen kann ich vielleicht ein bisschen mich amüsieren und umher. Vielleicht. Vielleicht steige ich ja heute mal wieder auf. Warum hat mein Chat sich jetzt verrückt? Für den Grundchat. Snack hab ich von dir. Nina, ich hab das Problem, wenn ich zu meinen Eltern fahre mit dem Zug und das sind 8 Stunden. Ich muss mir einen Podcast runterladen, weil ich unterwegs sonst kein Internet habe, weil überall Funklöcher sind. Ist das nicht toll? Meine beste Freundin, wir wohnen mitten im Wald, aber keine Probleme mit Internet. Du hast Babo-Internet von Hitler und Rätsel. Sponsert von den Simpsoner Grimm-Brüdern. Hört ihr das? Also meine Eltern wohnen die Straße hier runter. Ich habe das Problem nicht. Ich kann nicht mal ein Lied zu Ende hören, dann bin ich schon bei denen. Muss schon ein längeres Lied dann sein. Ich brauche eine halbe Stunde bis zu meiner Mutter. Ich brauch 5 Minuten. Ja, die scheiß Elfes bringen mir auch Mine, Alter. 7 bis 8 Stunden mit dem Zug, kommt drauf an. Das ist aber weit. Oh. Einmal quer durch Deutschland, bitte. Ich fühl's mit den Aliens-Minen, die fucken mich auch ab, diese scheiß Teile. Ja, du wohnst jetzt näher an mir, ne? Mondheim, du wohnst jetzt näher an mir. Aus Distanz. Ja, ich mag diese Aliens nicht. Die Viecher. Können die nicht einfach in dieser scheiß Box da bleiben? Ich habe im September Urlaub, Süße, wenn du willst. So weit bist du ja gar nicht, glaube ich. Sonst komm ich mit Kevin hoch zu dir. Also wenn man ein bisschen Flow ist mit dem Flash-Spiel, dann geht's auch. Sagt sie in dem Moment, in dem sie einen Knoten macht. Scheiß Dreck. Aber ich kenn das. Ich mach das nur mit Paracord hier. Freundin jetzt schon was gebrochen. Und auch von selbst öffnen mal was. Das kenn ich auch am Anfang. Es ist übelst schwer, wenn das erst bereit zu kommen. Ja. Wenn du es dann wieder raus hast, dann geht's. Du wohnst bei Karlsruhe? Ich fahr morgen nach Stuttgart, Schatz. Das ist so voll nah bei dir dann, ne? Dann bin ich doch schon fast bei dir. Max von Stuttgart sind nicht so weit raus, ne? Ah, die Knoten in die Finger kommen noch nicht. Hast du Urlaub? Ja, ich hab September. Ich habe die Zone neutralisiert. Da müsste man mich mal Busum spielen sehen. Da haben die Leute Knoten in den Fingern. Wir haben eine Zone. Wir dürfen sie nicht behalten. Wo wohnst du denn genau? Also welches Dorf wohnst du, Franzi? Also ja, wenn du das jetzt hier nicht so leaken willst, kannst du mir mal schreiben. Okay, die Zone gehört uns. Das ist voll nah, Mann. Büschelberg. Ich kenne mich null aus in Deutschland. Bei mir geht's euch.
In meinem Studium fahre ich durch ganz Deutschland. Weißt du, wo Büscheberg ist? Nee. Vielleicht, wenn du die größere Stadt daneben sagst. Großes Büschelberg. Karlsruhe. Ja, das weiß ich, wo du das ist. Du musst nach Niedersachsen. Wo genau in Niedersachsen? Just for interesting. Wo genau in Niedersachsen? Niedersachsen ist ja ziemlich groß. Hinfahre, wir sind eine Stunde auseinander dann. Ich fahre immer durch Karlsruhe, um da hinzukommen. Wow, wir waren uns noch nie so nah in 13 Jahren. Oh, süße. Also, wir waren uns noch nie so nah. Warte, ich bin sofort meinen Freund abfangen. Ich frage ihn. Was sagt er? Diese Angst in deiner Seele. Immerhin musst du sie nur einmal. Biene, bist du überhaupt noch da? Ich? Biene. Chat. Oh nein. Sie sind auf einem Weg zum Sieg. Sie haben den Eroberungsbonus. Keine Zeit zum Lamentieren. Ich hatte dich gefragt, wo genau in Niedersachsen. Ja, du hast Niedersachsen, hast du geschrieben. Und just for interest, wo in Niedersachsen? Okay. Niedersachsen ist ja nicht gerade klein. Celle! Celle ist actually nicht weit weg von mir. Hameln sagt dir dann bestimmt was. Nee, Hameln. Ich glaube, Celle ist so eine halbe Stunde von Hameln ungefähr. Stunde vielleicht. Ja. Wieder durch Hameln, Bad Pyrmont, Springe oder? Ja, nee, kann ja nicht. Wenn du Richtung Niedersachsen Celle, dann fährst du Richtung Paderborn. Von Hannover aus in Richtung Paderborn wahrscheinlich. Okay. Der Computer ist noch unten. Franzi, ich habe gefragt, also wir können im September dann zu dir kommen. Das heißt, wir kommen wir dann zu dir. Ja gesagt, also dann kommen wir zu dir. Das heißt, nach 13 Jahren sehen wir uns auch das erste Mal. What the fuck? Ha! Nach 13 Jahren. Ich muss mal gucken, entweder komme ich nächstes Jahr zu dir oder wir gucken mal, dass ich uns. Ja, das müssen wir gucken, weil wir wollten ja auch noch in Hamburg eventuell. Ja. Ja, aber sie wohnt jetzt hier. Das Ding ist halt, ich muss nächstes Jahr auf jeden Fall zweimal nach Bamberg runter. Dann wollte ich nach Berlin. Ja. Dann muss ich gucken, ob ich Luxemburg noch reinkriege. Das können wir dann gucken. Ah, machen wir, Franzi. Machen wir. Dann schreiben wir. Also wir haben immer unsere Hunde dabei, wenn dich das nicht stört. Wir haben zwar keine Hunde, Franzi, wenn dich das nicht stört. Ist
wenn es hier Boom kommt und die Runde mit Dings, dann sollten das gar nicht kein Problem werden. Ich nehme mich nicht. Das ist gut, weil die schleppe ich halt echt überall mit. Ja, Vermieter muss Besuch mit Hunden zulassen. Da die Hunde ja nur temporär da sind. Ja, die gehen ja wieder. Ja, eben. Zum Beispiel Pflegehunde müssten Vermieter auch ja, die Erlaubnis geben. Genehmigen, ja. Nee, nee, alles gut. Ich habe zwei kleine. Ja, das ist ja nicht das Problem. Nur musste sie dann halt hochtragen, weil ich glaube nicht, dass du den bis in den dritten Stock antun willst mit dem Gelenk. Oh, ich trag die, das ist kein Problem. Ja. Also das eine ist ein Chihuahua und das andere ist halt ein Jack Russell. Nee, er ist ganz anders. Er bellt gar nicht. Der Chihuahua, du meinst nicht, dass es ein Chihuahua wäre. Wir sagen immer dazu bellende Tischfeuerzeuge. Ja, nee, aber er bellt selten. Ja, Beppo nennt sich meine Ratte. Das hast du nicht gemacht, Mate. Das ist nicht dein Scheiß. Sie sind voll süß, also. Wenn ich gucke, kann ich mir den einen vielleicht einfangen. Du musst halt nur schauen, es kann halt sein, dass ich dann sehr stark nach Katze riechen werde. Katze sind besser. Ja, meine Freundin sucht momentan ja Wohnung. Und wir haben eine Vereinbarung gemacht, dass ich Katzen will. Haben wir dann gesagt, ich darf mir einen aussuchen. Sie darf sich einen aussuchen. Oh, ich kann nicht gucken. Mina, gefunden! Ist die Ratte! Ich kann nicht gucken! Ich hab ihn eingefangen. Ich kann nicht gucken. Ich bin mitten in der Runde gewesen. Da, ich schick dir ein Foto nach. Also das ist nicht schwer. Das ist Knuff. Knuffi. Knuff. Knuffi mit Knuffi. Knuffi mit Knuffi. Oh nein, natürlich kommt der. Ja, das ist der eine. Der andere müsste ich jetzt auch noch anfangen, irgendwie. Jetzt geht's los! Lade ich hier. Los, los! Ja? Und dann haben wir den Nummer 2. Ja. Das hier ist Nummer 2. Jetzt kann ich. Den sieht ihr fast nicht. Das ist mein. Aber der kommt aus dem Tötungszwinger. Der ist ein bisschen anders drauf. Nicht you. Ich hab ihn kurz gesehen, weil es von ja. So dunkel, ne? Ich will auch eine Katze aus dem Tierheim. Schick mir dann nachher mal Bilder in WhatsApp. Ja, scheiße. Ja, meine halt, also der Chihuahua gehört halt meinem Freund. Und der dunkle, also der gehört mir. Und der kommt halt aus dem Tötungszwinger, also nicht, ja, Tötungszwinger, er kommt halt von Malta und da wurde er, hat die vier Beine gebrochen und Zigarettenabdrücke und ja. Es war bitter am Anfang, weil er hat sich nicht anpissen gelassen, außer von mir. Aber jetzt geht's. Nach 2 Jahren. Hat er sein Trauma überwunden? Bei dem Hund von meiner Oma genauso, der hatte heftigste Angst vor Autos. Autos, Lastwagen, Autos mit Anhängern. Ja.
da fragst du dich dann auch so, was muss passiert sein, dass der so eine Angst hat? Meine da übelst Angst vor einer Fliegenklatsche. Also muss ja da irgendwas passiert sein. Ja, natürlich. Ja, damit geschlagen worden höchstwahrscheinlich. Weil ich immer, wenn ich die nehme, dann zuckt er sofort zusammen und dann lege ich sie mal neben ihn, damit er die sich die angucken kann. Es tut mir immer so leid und ich krieg da so eine Wut im Bauch, wenn ich sowas bekomme. Da fragt sich halt echt so, was können Tiere dafür? Das kann sich null wehren. So süßer, er ist so ein guter, er ist so ein guter. Gott, er würde nie was tun. Ah, nie, dann hat er das tun wollen. Was für ein Aim haben die bitte? Aim des Bundes! Achso, ich wollte jetzt mal gucken, Moment. Bibliothek. Alle. Anwender. Ich muss kurz den Account wechseln. Bibliothek! Gekauft! Apex! Ich brauche Standardschaft! Oh nein! Bitte warten! Wie gesagt, morgen bin ich eh nicht da. Aber falls mit Fortnite, dann kann ich über den Account von dem spielen, bei dem ich bin. So, ich mach das eigentlich immer. Fortnite nicht, sondern Apex. Apex hat er auch, aber er ist der erste Diamant oder sowas. Hey, hey Kim, machst du doch nicht so schwer. Du kannst doch die Konsole von ihm benutzen, aber dich dann bei ihm einloggen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dafür so. Hey, mach nicht. Mine, dein Hund sieht aus wie mein Hund. Oh mein... Nein. Ich schick dir mal. Oh, wie viel Schilde haben die bitte? Das war nicht Bauerblick, weil du hast das Zucker, ne? Shotgun. Ich bin schockiert. Mine hat meinen Hund geklaut und ihn gefärbt. Also das ist richtig krass. Das ist richtig. Also dein Hund sieht ja wirklich aus wie meiner. Nur in Farbe gekommen. Vielleicht sind sie Brüder. What the fuck, oder andere. Jedes Mal, wir haben den Hund ja von einer Adoptionsfirma hier in Luxemburg. Und jedes Mal, wenn die wieder Hunde hierher bringen, guck, jetzt ohne Scheiß, guck. Er sieht doch aus wie unser. Aber der heißt Coco. Meiner ist aber ein richtiger, mag absolut keiner. Ah, unser liebt andere Hunde. Ne? Der freundet sich mit allem an. Allem. Wir haben einen Igel draußen leben. Er ist auch mit dem befreundet. Die sind Freunde. Freunde fürs Leben. Ja, Beppo? Come on. Was stimmt Shut mit dir up. Nicht? Beppo ist noch da. Nee. Immer dieses Campen. Also wenn man bedenkt, dass mein Hund so schlimm
verhauen wurde. Ist er echt, der liebt alles. Der liebt echt alles. So ein Schwachkopf. Oh Gott, Kiki hat auch so süße. Dann der Chihuahua, der drunter ist, das war mal ein Pflegehund, den ich hatte, und der Hund ganz unten, das ist der Hund von meinem Freund gewesen. Oh, der Chihuahua ist ja mega süß. Ja, ne, der war auch übel. Ich muss den anderen suchen. Ich habe 1000 Fotos von dem Hund, aber jetzt finde ich keinen. Ach, wie Medien. So ein fucking Camper. Gleich gewinnen sie. Aber für Selbstmitleid haben wir keine Zeit. Tempo. Gott, schon wieder für Probleme gerade auf meinem Handy. Ich verstehe es nicht. Ja. Also unser Kaffee, er braucht und er Mist. Ist nicht, dass er den Menschen vertraut. Es ist schon mit Vorsicht zu genießen. Und der Kurs. Ich kann ja Dinges WhatsApp anmachen, stimmt. Das geht ja am Handy. Mein Handy ist hier meine Stütze. Beppo, wie läuft's? Bist du schon Diamant? Nee. Hast du schon Win geholt? Nee. Ja, das nervt. Das ist kein Fortnite. Also laut PlayStation 24 Minuten. Fürs Runterzuladen. Ja, das ist fertig. Bei mir wird's eh übermorgen, wenn dann. Oder morgen über Exos Account halt. Muss gucken. Oder über deinen eigenen und du loggst dich ein. Ja, ich guck das morgen mit ihm. Ich weiß das Passwort nicht mehr dafür. Das stimmt auch. Ach so. Das ist schlecht. Spät ist es. Jetzt schon, ich muss gleich schlafen gehen. Morgen früh Arbeit. Ja, du musst arbeiten. Am Samstag. Und morgen wird mein Chef. Ich hab ja gar keinen Bock. Ja, mein Chef wird mir wieder übel auf die Nerven gehen morgen, weil er nächste Woche im Urlaub ist. Denk an das, denk an hier, denk an das. Ich muss morgen auch früh aufstehen, bevor ich denk an dich dabei. Komm mich besuchen, du hast nichts zu tun. Ich bin in Stuttgart, du Vogel. Bevor du wegfährst. Ich fahr 7:30 los. Ja, da sind wir schon längst auf. Nein. Da arbeite ich sogar schon. Ich bin jetzt schon ein bisschen. Also sagst du, das wird heute nichts mehr mit zusammen zocken? Wenn wir nee, heute nicht. Leider nicht. Sonst komme ich morgen nicht mit dem Arsch aus dem Bett. Aber Sonntagabend bin ich wieder da. Weil ich ja sowieso Montag wieder arbeite. Ja, und morgen fertig. Eventuell nur spät abends reinkommen, weil ich hab Besuch morgen. Okay. Hauptsache, ich hab gesehen, dass du gestern oder vorgestern Monopoly gespielt hast. Und Uno! Da dachte ich mir auch nur so, what the fuck, ey? Das Uno ist lustig.
Ja, und Monopoly ist mega geil. Ohne Witz jetzt. Versuch es mal. Ach, apropos mega geil und so. Ich habe ja gestern 20 Euro geschenkt bekommen für PlayStation. Wie das denn? Guck. Ein Kollege von mir hatte sich 30 Gutscheine gekauft. Und der eine hat bei ihm nicht funktioniert. Und dann hat er mir den Code geschickt. Ich habe den Code eingegeben und es hat auch funktioniert. Er hat wohl eine Nummer vertauscht. Nee, er hat es ja mehrfach ausprobiert. Okay. Geklaut. Nö, er hat ihn mir ja gegeben. Er hat ihn mir geschickt und hat gesagt, ich soll es ausprobieren. Er hat nicht gedacht, es funktioniert. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber hat funktioniert. Jetzt kann ich mir schon 10er was holen. Weil 10 Euro will ich noch drauf lassen wegen Plus diesen Monat, beziehungsweise nächsten Monat. Ich weiß, kannst du Uno kaufen, das kostet 9,99. Toll. Er ist wieder reingekommen. Ah, nein, Marcel. Was heißt hier auch nein, Marcel? Sag mal! Ich geh noch extra gucken, um dann zu sagen, abgehoben. Abgehoben. Nein, das ist Marcel, Mann. Uff, Starbesuch, weißt du, und ihr beschwert euch. Ich hab dich auch lieb, Kim. Wie ist Monte da? Ich hab dich auch lieb. Hast du die Ironie meiner Stimme? Das ist meine. Oh, Resident Evil 5 ist im Angebot. Kaufst du nicht? Ich bin Resident Evil Fan, halt's Maul. Kauf mir. Resident Evil 5 ist nicht so geil. Ich weiß, der 5. war nicht so gut. Ja, weil man da nur Schwarze erschießt. Ja, aber das ist gerade das Gute am Spiel. Auch von der Aussage distanziere ich mich aber ganz weit. Schwör, Tom meinte ja letztens im Game, im Horrorfilm sterben immer die Schwarzen, ne? Immer die Schwarzen zuerst, ja. Bei Mac 2, Film, den ich gucke, war, da ist der zum Karate-Kid geworden und der Schwarze ist nicht gestorben. Ich habe den Film noch nicht gesehen, Kim. Ich sag ja nur, dass der Schwarze nicht stirbt. Das war ein Spoiler. Die Rezension soll der Scheiße sein. Nein, ich werde den gucken. Ich habe mich tot gelacht die ganze Zeit. Hungriger Huo ist bei mir im Gegnerteam. Lull. Ich aber das ist nicht der Original. Wenn Menschen von Haifischen wissen, der spielt kein Rocket League. Aber mit COD spielt er auch nicht. Nein. Das ist stumpf, ich spiele COD. Warum da war ich Rocket League? Nicht stumpf. Far Cry 6. Kann ich dir holen. 17,49 Euro. Dann hätten wir keine Plus mehr. Nee, dann hätten wir keine Plus mehr, das wäre scheiße. Oh, Franzosen fressen hier schon wieder drin. Battlefield 1. Gott. Resident Evil. Right 4. Oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Battlefield 5. Theoretisch könnte ich mir Battlefield 5 kaufen und dadurch spielen. Ich habe kein Battlefield. Das ist schlecht. Oh, Digga, musst du mir so erschrecken. Das ist schlecht. Finde ich jetzt nicht. Monopoly Plus. 4,49 €. Okay. Was musst du dafür bezahlen? Hol dir PlayStation Plus. Ja, bitte. Anlesen. Ich hab PlayStation Plus. Das kostet trotzdem Geld, Monopoly. Nee, ich hab davon nichts bezahlt. Doch, das kostet 15 Euro normalerweise. Ich hab PlayStation, dieses mittlere Paket. Nicht Essential, sondern das normale, sag ich jetzt mal. Ja, das hab ich aber nicht. Ich hab kein extra. Musst du dir extra holen? Ja, kriegst du das Spiel kostenlos. Obwohl ich könnte theoretisch. Zahlst du auch nur 4 Euro mehr als sonst. Ich weiß.
Wir haben es als Brettspiel hier. Ich habe es noch nie gespielt gehabt, bevor ich es auf der Playstation gespielt habe. Ich habe Trinkopoli. Gesoffen. Ja, das war Fortnite Monopoly. Es gibt alles Mögliche an Monopoly. Es gibt ein Pokémon Monopoly. Hab ich. Das hat mich gar nicht gewundert. Ich hab's bei... Es gibt Harry Potter Monopoly, es gibt Stranger Things, es gibt Witcher, es gibt alles mögliche. Ich glaube, es gibt sogar Jurassic Park Monopoly. Die kosten halt auch noch wenig. Oh, Digga, weißt du was, ich pack jetzt auch meine Sniper aus, ey. Du gehst mir auf den Sack, Alter. Beim Eckpoint damals nur der Vorpacken. Aber nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich hole mir Far Cry 4. Far Cry 4 ist für 6 Euro im Angebot. Cry ist geil, das hab ich auch. Ja, ich liebe Far Cry 4, ich habe den vierten Teil schon öfter durchgespielt. Das war mit dem Typen mit dem rosa Socke, oder? Ja, mit diesem crazy Typen. Wo du das Spiel in einer Minute durchspielen kannst. Ja, der will dich am Anfang. Echt? Ja. Ich bin weg. Meine Musik! Ich liebe meine Musik. Golf with your friends ist auch da. Bitte sag mir, dass jemand das Lied kennt. Ja, ich kenn das. Ja. Mann, Digga! Hundesohn, ey! Auf die Welpe zu beleidigen. Sing mit uns mit, Marcel. Ich höre das Lied nicht. Ich höre das Lied auch nicht. Das ist schrecklich. Ich finde es super. Ich weiß. Ich bin schwör, ich kenne all diese bekloppten Lieder, weil ich früher Pfadfinder war. Und da haben wir immer den Karneval und alles so organisiert. Und Macarena und so eine Scheiße, oh müsstest du so auswendig kennen. Was hab ich wieder wie ein Butt da in meinem Team? Der macht überhaupt keine das Kills. Das bist du! Das bist du! Nee, ich hab 7 Kills. Schon meine Haare sehen schön gewellt aus. Warum? Vergessen zu bürsten. Nein, ich werde duschen vorhin. Mal. Wieder. Ich liebe Spaden zu gehen. Mir ist meine Haare sind gefärbt und geht die Scheiße an. Ich hab mich geoutet heute, als hätte ich die Narzissa-Haare so einfach von Geburt an. Mine ist wieder da. Hi, ich hab meine Haare auch auf. Ding dang, little bing bang. Oh Gott, dieses Lied. Little bing bang. Ting tag, little bing bang. Child Sign? Sieht wie ein Horrorspiel aus. Mann, du fucking Baguette-Fresser, Alter. Verpiss dich doch mal, ey. Mach das, Junge. Wir wissen, dass du da bist. Ja, come on. Du scheiß Lappen. So fünfbereit ist Apex schon. Ich bastel auch weiter, solange ich den hier zuhöre. Ich muss meinen Arsch so bald ins Bett bewegen, weil sonst bin ich morgen am Arsch. Ja, ich mach nur noch diese. Ich mach nur noch diese Runde hier. Nee, Beppo, zieh durch bis halb. Bis halb zwölf. Es sieht mir ganz leicht aus. Ich überlege gerade wirklich echt eure Farben mitzunehmen. Dann amüsiere ich mich. Genau, ist richtig. Oi.
Jo, das ist ein Horrorspiel. Child Science, das sieht sogar ziemlich interessant aus. Das ist ja einfach gemacht. Ich wollte mir das auch kaufen, Alter. Hol dir das, das kostet gerade nur 50 Cent. Wenn du Horrorspiel ist, was das ist, kurz fertig Kino. Ich glaube, ich hab's für den PC gekauft. Okay. Ich glaube, ich hab's für Steam. Nein. Warum hast du eine angebrochene Rippe? Hast du geschlagen zu Hause? Ich komm ihn hauen, wenn er das macht. Mann, ey. Wahrscheinlich zu hoch zum Laufen und hingefallen. So wie ich. Ich bin die Treppe runtergefahren. Und hingefallen. Wurdest du von einem Patienten Alter, wo bist du dabei? Grey's Anatomy? Ja, also ich arbeite samstags nicht. Vergiss es. Die hier arbeitet samstags nicht. Die Zeiten sind vorbei. Oh, ich hab wieder eine Kiste. Kiste öffnen. Was Gelbes. Was ist gelb? Das willst du nicht wissen. Legendärer Rahmen. Ach so, okay. Franzi, hast du dem Patienten was getan? Ich muss fragen. Lila! Ach, Süße. Was machst du nur für Sachen? Ich mache Sachen. Was machen Sachen? Wo ist Marcel überhaupt? Ich bin noch da. Ah. Ich musste scheiße. Mich konzentrieren. Ich wollte sagen, du bist so übelst scheiße. Und dann kommst du rein. Gut, ich mache noch Rematch, dann geh ich spannend. Okay. Alter, nur nicht genau, ihr war 3 Stunden gestreamt. Schon 2:08. Ich mach mein Armband fertig, also. Alter, ich habe einfach 2 Stunden für dieses Armband gebraucht. Wie lächerlich ist das denn? Ah, ich habe 4 Pausen gemacht. Normalerweise mache ich das hier in einer halben Stunde. Morgen wird gegrillt. Ja. Ah, ich glaube, ich bin fertig mit dem Armband. Oder wir auch haben nicht. Dich auch oft... Ja, das ist es, Mina. Das ist es. Die Ausrede. Sweat your kick and sweat no more. And if you try not, I wanna push it some more. Waffenrennen. Ich hoffe, ich habe ein Teammate, der was trifft. Das Spiel heißt Black Wolf. Ich kenne mich nicht nur mit Explosionen aus. Ich kenne mich auch mit Profi-Fahren übrigens einfach. Gewinne nicht zu einer Killermaschine gemacht. Wozu Überprogrammierung? Wir gewinnen dieses Ding zusammen. Semper Fi oder Untergang. Seht ihr, ist fertig. Perfekt. Der Stift ist leer. Das Kim? Slender, die Arrival für 1,50. Was? Slender, die Arrival. Slenderman. Ah, Slenderman ist auch nicht so. Das war mal. Ah, ich finde, das hat Atmo immer noch relativ gut drauf. Ich sehe, mein Bot mag dich echt nicht mehr. Der blockiert einfach alles, was du sagst. Und du sagst nicht mal was Schönes. Musst du die Sicherheit ein bisschen runterstufen? Ich will das nur bei dir. Boah, natürlich treffe ich nichts. Ja, das war aber zu sehen. Ich bin sicher, wir werden uns in Valhalla wiedersehen. Aber trotzdem habe ich schon den ersten Kill im Fist. Das Team. Alter, es gibt so viele behinderte Spiele, ne?
Aber Marcel, ich fühl's. Setup ist halt kacke. Nein, ich fühl's. Nein, verstehst du mich nicht. Guck hier gerade all die Farben, die mir, ihr mir ausgesucht habt. Ich glaube, ich nehme die einfach mal. Der blockiert manchmal Sachen, wo du dir denkst, die Farben. Ja, natürlich. So. Jetzt habe ich hier noch zwei blaue liegen. Ich mache einfach gerade alles fertig, was ich so habe. Ich muss auf meine Ringe aufpassen, sonst fliegen die. Ich weiß nicht wohin. Durch den Mixer. Na, die hängen hier nur an dem Stab. Manchmal habe ich echt so Motivation und dann mache ich so 20 Spiele und dann manchmal verrecke ich an einem einfach. Ich pack das wieder ein, Leute. Also ich finde, das hier ist eigentlich ein billiges Hobby. Alter, jetzt läuft bei mir Titanic-Musik. Jetzt ist alles vorbei. Was läuft jetzt? Ja. Alter, wir gehen jetzt hier von Narnia zu, ja. My heart will not go on mit dem Lied. Ich mag das Lied nicht. Leute, ich habe noch nie Titanic gesehen. Was? Natürlich kommt er von hinten. Ich hab noch nie Dirty Dancing komplett. Oh mein Gott, jetzt reden wir nicht mehr, ist das in Ordnung? Nee, den Film habe ich sogar so oft gesehen. Zu oft gesehen. Dirty Dancing ist. Dirty Dancing. Dirty Dancing ist einer der schönsten Filme überhaupt. Junge, fall doch rum! Ich bin sicher, wir werden uns in Valhalla wiedersehen. Ihr könnt so sagen, was ihr wollt, aber ich hab keine Musik laufen, Leute. Das ist auch so ein Lied. Ich finde, das ist einfach so ein Klassiker, Mann. Kommt alles von meiner Mutter. Ich kann auch jedes Helene Fischer nicht mitsingen, von Marcel das nicht mehr. Okay, Digga, kam mal von hinten an mit dem Messer, Alter, dieser Muttensohn. Jetzt bist du ein Telltale-Fan, Kim? Telltale. Telltale Games. Hentai ist auch gut, ja. Telltale, Hentai. Er will auch nur hören, was er will. Ich finde Hentai ist ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Ich find's so. Ja, also zumal die Dinger, wo dann die Tentakel kommen und so eine Scheiße. Wirst du geraped in jedes Loch, Mann, mit 20 Tentakel? Ich guck aber so was. Deponia ist gerade im Hand. Guck solche Sachen nicht, ich bin ein gut erzogenes Kind. Das ist Telltale. Das ist eine Reihe von Spielen. Ja, aber wir reden immer noch über die. Wir reden doch ja, immer über die Pornos. Ich will aber nicht. Marcel aber. Ach so. Steht drauf. Interesting. Bei Titanic habe ich echt nur gesehen, glaube ich, wie das Schiffchen untergegangen ist zum Schluss. Ach du Hurensohn, Mann! Oh, ich mach zwei Hitmarker auf den. Der messert mich oder was? Au. Digga, was für ein Nuttensohn, ey. Marcel, ich glaube, jeder Stream hat gerade übersteuert. Ja. Ist mir scheißegal. Digga, kommt da mit seine scheiß Pommes-Pika da. Ach komm. Pommes-Pika. Naja, ich glaube, ich werde mir ehrlich gesagt Titanic auch nie reinziehen. Da muss viel passieren. Der Evil Inside ist auch in einem Boot. Evil Within. Nee, Evil Inside. Ah, Evil Inside.
Hat mir nichts. Evil Within finde ich nicht so gut, ich weiß nicht. Der erste war gut, der zweite fand ich scheiße. Wieso ich noch weiter nicht? Der Evil Inside ist so ein bisschen PT-like. So Marcel, wenn du nicht aufhörst, ne? Dann kriegst du ein bisschen Over the Rainbow hier. Genau. Aua. Nein! Ich glaube, da fliegt heute. Aber Marcel fliegen die Controller immer. Nee, der Controller fliegt. Sicher? Also, wo habt ihr Marcel gesehen? Wenn ihr Alphonsius seht, Alphonsius, der bricht die Controller in zwei. Das kann Dylan auch mit seinem Kopf. Ja, also, Alphonsius hat mir letztens eine Kiste geschickt, wo seine Schuppen verfällt. Also mein Controller ist die Limited-Edition da von Harry Potter, die schmeiß ich nicht. Ich bin Champion, ja! Ich mach mal meine Playstation aus, dann ist die überhaupt an. Letztes Match und ich bin Champion, ja! Ich weiß auch die ganze Zeit, warum du überhaupt online bist. Ihr seid die Apex-Champions. Und das Honor 2 für 4 Euro. Hey, wir sind einfach Champion. Nee. Nee. Ja! Nein! GG! Ich geh das jetzt gucken, ob das stimmt. Ist dein Stream noch an? Ja. Oh, scheiße. Ja, aber du bist nicht Champion, weil du da, ne, Babo bist. Nö, wir waren im Dreierteam. Es reicht noch für eine Runde, Bippo. Nein. Ich guck mal, ich noch. Bis halb haben wir gesagt. Fünf Minuten brauche ich noch. Ich bleibe im Chat noch, aber ich starte keine neue Runde. Was wollt ihr machen? Schlafen gehen. Okay. Bippo muss morgen arbeiten. Mein Beileid, Bippo. Und ich muss meinen Arsch auch früh heben. Wenigstens muss ich nicht tanken gehen, habe ich heute gemacht. Habe ich auch heute gemacht. Und ich habe auch noch Chips gekauft und eine Cola. Das habe ich und nicht Menschen gemacht. Noch mehr gehasst. Hier hasse ich jeden Tag. Das Ding ist halt, wenn ich mir jetzt Essential hole oder Extra, bringt es halt nichts mehr, was nicht mehr lange geht. Wäre halt voll stupid. Warum? Ja, wenn ich das jetzt upgrade. Ja, zahlst du Euro oder sowas, keine Ahnung, dann kannst du es hier runterladen und dann nächsten Monat werden 12 oder 14 Euro abgebucht. Ist nicht schlimm. Also, ich finde extra auf jeden Fall viel, viel sinnvoller. Ich glaube, ich habe auch extra, ich bin mir aber nicht sicher. Weil du da viel mehr Spiele hast. Kevin hat eine Zeit lang natürlich das Ober-Babo-Deluxe-Dingens, ja, das aber er hat es trotzdem danach wieder runtergestuft. Die Spiele, die gratis aber waren, stuft das dann tatsächlich runter, du hast recht. Der sagt mir jetzt gerade wirklich, jetzt Upgrade durchführen für 3,06 Euro für die verbleibenden 19 Tage und der nächste Monat dann 13,99 €. Ja, dann mache ich das jetzt. Hey, dann habe ich viel mehr Spiele zur Auswahl. Ja. Ja, also hab das, das größte Paket ist zu viel. Aber das mittlere ist eigentlich echt in Ordnung. Ja, Premium, ich habe jetzt abonniert. Dann hast du Monopoly bestimmt extra Mitglied. 100 Pro. Wo sehe ich dann die extra Spiele? Gehe ich dann in extra einfach auf das PS Plus rein, ja, ne? Ah, da steht's schon. Hab schon.
Also Leute, dieses Armband mache ich nicht fertig heute. Digga, wir spielen einfach zu dritt gegen 6. Ah, komm, kein Bock mehr. Spieler anzeigen. Stufe 2, nice. Ja, Monopoly ist mit drin. Uno ist auch mit drin. Oh mein Gott, Uno ist mit drin. Ich download jetzt erstmal Uno. Ja, es kommt alles raus, alles muss runtergeladen werden. Ja. Ich könnte schon ausrasten. Warum quitten die Leute, Mann? Warum? Ja, Marcel, weil es keinen Sinn hat. Digga, das ist so dumm, Alter. Löscht euch einfach. So, ich werde meinen Stream schon beenden. Payday 2 ist ich spüre ganz vage Aggression.